dösig. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht, absolut nicht. BB Plushy. Wie läuft es? Jo, rückwärts und bergab. Wir joinen jetzt auf einem anderen Server. Du hast das Beste verpasst, Plushy. Da waren gerade 80 Millionen Teddys und Tiger. Drachen. Drachen. Zombies. Und dann wir. Und zwei Granaten. Ja, alias Bären. Und jetzt sind wir umgeswitcht. Wir spielen jetzt ganz normal als Chernarus, aber in der alten Version. Ihr habt das neulich schon mal gesehen hier. So wie Chernarus ganz, ganz früher war. Also wir haben ja auch keine Map. Wenn ich M drücke, da kommt nichts. Wir haben kein Partysystem. Wir haben aber uns ja hier schon mal getroffen. Ich muss kurz alles spawnen lassen. Und gucken ein bisschen. Den knuffigen Haze, ja, der ist da. Hallo. Wer ist das hier vor mir? Hallo, ich bin Retro. Das nicht. Du bist das, ne? Muss ja. Ich muss irgendwie eine Mod updaten. Mhm. Ja, meine Tasche sieht halt jetzt hier auch gar nicht so gut ordentlich aus. Das kommt irgendwie gar nicht viel. Ja, meine Magazine packe ich einfach in die Jacke. Und wir gucken uns jetzt, wir sind in Vibor. Wir waren auf dem Airfield, da könnte man rein theoretisch noch mal hin, wenn wir das wollten. Und wir können uns auch andere Sachen noch angucken jetzt. Mhm. Ja, wir können noch was schnell zum Airfield. Hier kommen auch so keine solchen Bären. Nee. Also Bären nicht solche. Gar nicht gesehen, oder? Auch noch keine Wölfe. Hm? Die wird es aber geben, weil... Ja, Bären haben wir doch gehört. Ja, stimmt. Der knuffige Verschläfer. Sag mal, warum müsst ihr den jetzt auch noch so verhätscheln, Leute? Können wir darüber reden? Er hat mich im Stich gelassen, aber unzuverlässig. Dankeschön. Ist nicht zu zielführend, ne? Aber dann halt auch noch durch damit. Es tut mir doch leid, ich hab mich doch schon entschuldigt. Ja. Was soll ich denn sonst noch tun? Dich geißeln. Dafür kannst du Häschen umbringen. Na, hier werden wir vorsichtig sein. Weil... Hier müssen wir sehr weit weggelaufen, wenn wir sterben. Jetzt hab ich mich erschrocken. Retro, hier steht eine ominöse Frau auf einmal vor mir. Ich kenne die nicht. Ich möchte, dass sie geht. Was? Hm? Hast du getrunken, Hayes? Mal wieder. Ich bin gerade dabei. Okay. Genau, hier reißt es zusammen. Hier geht's Daumen. Hier ist das Ziel, ein bisschen euch zu zeigen, wie es früher aussah. Und manche von euch kennen die Map ja auch noch so, wie sie war. Werden dann wahrscheinlich in Erinnerung schwelgen. Das ist meine Piste. Ja. Du hast da, glaube ich, meine Pistole gerade in der Hand. Ist das deine? Und die Sträube von der M4 mit Rotpunkt. Das ist meine. Kann ich denn die Feldflasche hier nicht anbringen? Das verstehe ich nicht. Wir gucken jetzt nochmal schnell auf den Airfield nach einer M4 und dann ziehen wir weiter. Ich muss noch mal ganz kurz nachladen. Geht schon wieder los. Ja. Peitsche für ihn. Wollten wir lieb sein? Haben wir da... Ja. Kannst du das nur schon mal in dein eigenes hübsches Näschen fassen? Das ist gegen ihre Hübsch, was hat sie denn heute? Das du ist kannst... gegen ihre Natur. Nett zu sein? Ja. Du redest wohl von dir. Das Bär! Du verarschst. Das Bär! Ja. Na klar. Oh Gott. Warum ist sie so? Ich hab den ja gehört, also. Hey, brauchst du noch einen Waffenfähigkeit? Bin Wunschkind. Ja. Ich hab zwar eins, aber ich nehme trotzdem gerne noch eins, weil meine SKS immer sehr schnell kaputt geht. Daisy ist a Game of Freedom. Was? 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 Ich hab nicht so richtig verstanden. Daisy is a Game of Freedom. End of love and peace. And friendship. Hat sie getrunken? Wir spielen hier auf dem PvP-Server und sagt Frieden. Hast du gefurzt? Ja, ich sehe die grüne Rauchwolke. So, wollten wir jetzt zurück zum Airfield oder was war der Plan? Ja, ich will eine M4 haben. Ich gönne mir das jetzt. Oder? Ich hab schon mal den Weg markiert. Ja. Ja, markiert. Achso, damit, ja. And anscheinend Loss of Drogen. Was du in uns Hi, dear, liebe Melle. Hi.
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Oh, da ist Corona, Visi. Visi, hi. Und gute Besserung noch. Wie geht es dir? Corona, Visi. Ich meine das nicht böse, aber Visi hat das ziemlich schlimm erwischt. Melle, hallo, sie hübsche Blume. Melle hat das ganze Chaos verpasst, das blanke Chaos. Oh Gott, ey. Geht mir nicht so gut. Ja, ich kann es mir vorstellen, wie sie. Ich hoffe, dass es wenigstens schnell rumgeht, ehrlich. Denk dran, viel zu trinken, ne? Auch wenn du vielleicht nicht magst. Gute Besserung. Oh, danke, Melle. Ich bin hinten. Ach so. Ach, das war, warum war mir das eigentlich wieder klar? Ich bin doch der Anführer. Der liebe nette Boy von nebenan. Was? Hummelbertha. Hummelbertha und Grummelbertha. Ich wollte es gerade sagen, ohne Mist. Habe ich Haze verloren, aber es ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Hey. Oh. Wollen wir das anfangen? Wir hatten das heute schon. Ach nee, Melle, immer im falschen Augenblick. Okay, bis gleich. Retro, sie schießt auf mich. Oh, das ist nicht gut, das hatten wir heute schon mal. Aber er hat auch wieder angefangen. Wie im Kindergarten. Warum seid ihr so? Könnt ihr euch mit einem Mal benehmen? Das ist wie bei den Kindern, ey. Jetzt meine Kinder kommen an, der hat angefangen, sie hat angefangen. Ja, Leute, ich war nicht dabei, was soll ich jetzt machen? Ja. Könnt ihr... Hallo, könnt ihr... Hallo! Was? War das, das ist jemand mit Gilly Suit. Das ist nicht Oh nein, oh nein! Oh Gott! Mann, warum? Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Seid ja, ihr tot? Beim... Ja. Diese Bots, ey. Ich hasse das. Ich will das nicht. Ich will das nicht. 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 Er ist tot. Er ist tot. Nummer 1 ist tot. Ich will das nicht. Huh! Bin ich jetzt alleine? Nein, ja. Nein. Ich hab zwar zwei Hits abgekriegt, aber... War das nur der eine oder war da noch einer? Nee, ich habe nur einen gesehen und einen gehört. Ich höre noch, was läufst du wieder? Ja, ja. Okay. Warum kann ich nur gehen? Was ist da los? Ah! Da ist noch einer! Ah. Wo bin ich? Ah! Wo? Nein! Wir treffen uns an der Küste, Leute. Beach. Heute. Ja. Beachurlaub. Ich krieg hier wirklich heute einen Herzinfarkt. Ah, hier ist die Küste. Und hier ist eine Stadt. Okay. Ich habe eine M4 gefunden. Nehme ich dir mit. Retro läuft einfach gerne, hör bloß auf, du. Ach, ich will das nicht mehr. Können wir beim nächsten Mal Powerwash Simulator spielen? Gerne! Ich will das nicht mehr. Heute ist mir das wirklich ein bisschen zu viel für mein Herz. Ich fühle mich gerade krank. Wer ist jetzt gerade alles tot? Nur du. Keiner, nur du. Entschuldigung. Warum ist das so? Das war nicht absichtlich. Also, sollen wir dir irgendwie was mit? Wo ist denn deine Leiche? Ja, da wo in der aus der Richtung, wo wir reingelaufen sind, zu dem Baracken. Boah, ist mir schlecht gerade. Boah. Wolltest du das von irgendwas Ich packe das schon. Hier bring ich dir mit. War da jetzt sonst noch was Sinnvolles? Weiß doch, glaube ich, ungefähr. Nee, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab halt auch keinen Platz mehr. Da, wo in der Nähe, wo deine Praxis war, Hayes, ich bin mir nicht so sicher, was das hier ist. Weißt du, ein Zäpfchenwerfer? Ich kann mich so schlecht davon trennen. Warte kurz, ich packe erstmal ihren Rucksack voll. Oh, fängt aber schon schnell an zu stinken, ne? Ja, das ist typisch. Ihr seid so kacke einfach. Ich nehme deine Kopflampe noch mit. Deine Schirmmaske nehme ich auch noch mit. Aber ich habe ein Rohr. Ich meine, du bist mir jetzt mal kurz weg. Das ist wichtig. Rohr ist immer gut. Ja, irgendwie da, ne? Das ist halt das Alte. Ich habe nicht mal alles so gut in Erinnerung. So. Das ist echt übel gerade, ey. Oh Gott. Eigentlich soll das ja entspannen, ne? Das Spiel. Also, nee. Heute kostet es mich wirklich sehr viel Lebensenergie. So, ich könnte erstmal die Birne essen, ne?
Also du muffelst halt hier so wirklich vor dir hin. Ne? Lass mich, ja, ich weiß jetzt, das stimmt, ich weiß, ich bin zwischen Elektro und Scherben und das. Ja, ja, wo die psychologische Praxis auch war. Also aus dem RP für die Leute, die es nicht wissen. Hayes war ja, hat ja auch eine Rolle gespielt und Hayes war Frau Hase und Frau Hase war psychologischen Dienst. Wir können. Hast du den Splint liegen lassen? Dann kriegst du wieder Ärger mit Armin. Ich musste den, ich hab keinen Platz. Ja, den musst du mitnehmen. Seinen Morgen, hallo. Warte, ich nehm ihn mit. Ja. Kriegt er nicht unter. Warte, ich nehm auch weiter. Ich nehm das. Ist eigentlich auch ein schönes Grundstück hier, ne? Lass das fast leere hier liegen. Vor allem hat man hier einen, reparieren, ne? Vor allem hat man hier einen Brunnen vor der Tür. Ist sie schon wieder, hat sie schon wieder gesagt, oh, ist aber schön hier. Die würde aber auch gerne wohnen. Nee, das ist ein schönes Grundstück. Hey, in welche Richtung müssen wir jetzt laufen? In diese hier. Wo treffen wir uns denn? Wo ist diese? Wo bist du hin? Warte. Einmal eine Antwort. Rechts. Kommt ihr, holt ihr mich ab? Ja. Echt? Du, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben die M4. Habt ihr eine M4? Ja, die habe ich von dem Mann, der dich getötet hat. Oh, kann ich die haben? Ja, ich hab sie mitgenommen. Das ist aber lieb. Ja. Haben wir auch. Hab dich sehr lieb, Katrin. Und Plaschi auch. Plaschi hatte mich Abos verschenkt. Oh, Ehrenplaschi. Ein Ehrenplaschi, yo. Oh. Yo. Dankeschön, Plaschi, für deine Subs an Metal Warrior, Happy Sand Gaming, Aiko, Schinken und Pixelbus. Was ist das? Pixelbus. Pixelbuster, so, mein Gott. Dankeschön. Außer sein Leibe. Bist du schon erschöpft, hey? Nee. Ich musste gerade. Dankeschön. Aber warum? Das hättest du nicht brauchen jetzt. Auch wenn ich mich freue. Endlich was Nettes an diesem Chaos-Tag. Da hinten müsste VMC sein. Da spawnt man schon mit der M4. Kannst du den nicht in die. Ja, da auf der rechten Seite ist VMC. Ich sehe die Türme. Okay. Kannst du den Server nicht mal in die Server. In den Serverstellen schreiben, bitte? Ich würde aber sagen, wir umlaufen hier die VMC. Mhm. Aber kann ich mit Rohr nicht schlagen? Oh Gott, mein Gott! Was denn? Nix, alles gut. Bin der Wetter, hab ich einen Cut. So weit geschossen wird. Scheiße, jetzt hab ich keine Rex. Ich muss mir jetzt irgendwie Gedanken machen, wie ich an Rex komme. Kannst du mit den Händen Klamotten verreißen? Ja, ich muss jetzt mal was finden, weil mein T-Shirt habe ich denn. Nimm die Hose, im Zweifel. Was ist hier mit? Ne, den Wolldingens. Das Rohr war auch scheiße, ich habe die Brechstange. Du kannst mit dem Nähset auch Wunden zumachen. Ja, aber das ist doch. Ja. Das ist doch infektiös dann, oder? Ich immer. Das ist eine 80%ige Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass du. Okay, pass auf. Warum kann ich das nicht in die Hand nehmen? Doch jetzt. Okay, meine Wunde nähen. Links. Ich will ein bisschen größer vom VMC rumlaufen. Okay, dann nehme ich die freundliche Antwort. Ich drehe mich immer ein bisschen weiter nach rechts, um nach links zu gucken. Oh Gott. Oh Mensch. Okay, ich bin gerettet. Wobei ich normalerweise keine Probleme damit habe. Ich bin sogar Linkshänder, das ist doch doppelt peinlich. Ich hab auch eine Links-Rechts-Schwäche, ja. Ich eigentlich nicht. Ja. Wo soll ich hinlaufen? Aber mein Hirn ist völlig überfordert. Ja, wo einfach immer in den Norden, würde ich sagen. Erstmal. Aber wie ist Ferno? Ja, ich bin in der Nähe von dieser Brücke, wo dieser Zug immer unter ist. Ich sehe dich, ja. Warum läufst du denn nicht mal Richtung Tscherno rein und dann kannst du doch rechts. Bei diesem Kreisverkehr, also wo eigentlich der Kreisverkehr ist, geht da denn jetzt da eine Straße rechts hoch? Ja, dann. Ja, und die führt doch dann Richtung. Wo führt die hin? Dankeschön, Blaschi, das ist lieb. Die führt hoch Richtung Nadesinho, müsste die. Dankeschön, Espen. Dann da ja Green Mountain, die Ecke. Ja, ich glaube erstmal nach Tscherno, erstmal nach Tscherno. Ist der Green Mountain denn. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Der war also eigentlich schon existent. Ich weiß nur nicht, ob der große Turm schon da war. Okay, das weiß ich auch nicht. Ich muss halt mal gucken, ob ich irgendwie Essen finde. Theoretisch gesehen müssten wir den jetzt sehen. Äpfel gab es ja hier schon, hatten wir gesagt, ne? Ja, Äpfel gab's.
Hier sind echt viele Zombies. Ich versuche mal so ein bisschen an der Küste lang zu laufen. Ich muss mal in meinem Kopf jetzt mir die Map aufrufen. Hayes hatte irgendwie so einen Link gefunden, wo er vermutet, das könnte noch eine alte Map sein. Nein, Green Mountain können wir doch jetzt nicht sehen. Zwischen uns und dem Green Mountain liegt doch das Airfield. Wir müssen in die andere Richtung laufen, um Richtung Green Mountain zu laufen, oder? Nein. Wait. Aber wir sind doch gerade an VMC vorbei. Ja. Green Mountain liegt aber doch auf der Map unter Tizzy, oder nicht? Der Green Mountain liegt doch links vom Airfield. Nein. Green Mountain ist dieser große Turm immer, den du siehst von Vichino aus. Ich weiß, aber Green Mountain liegt aber doch links vom Airfield auf der Map. Und wir haben doch... Deutlich südlicher. Viel. Bin ich gerade alleine? Ich gucke kurz auf der Karte. Warte mal. Mir ist kalt. Hör auf zu jammern. Du bist ein Soldat. Seleno. Libor, Pustoschka, Lopatino, Green Mountain, da ist Mischkino. Echt so, Mella. Warte mal, dann kann ich doch hier geradeaus weiterlaufen. Dann bin ich ja wahrscheinlich schneller dort im Kreisverkehr, oder? Ich liebe dieses. Ich muss hier langlaufen, weil es einfach so schön ist, Leute. Ich muss. Aber der Green Mountain liegt doch in der Nähe von Seleno. Genau. Da sind da viele Zombies. Aber wir sind doch gerade Richtung Westen unterwegs, Richtung Küste, oder nicht? Nee, nicht Richtung Westen. Wir sind Richtung Südwesten. Nicht Richtung Westen, nein, ja, richtig. Richtung Südwesten. Was? Wir sind doch gerade an VMC vorbeigelaufen. Ja. Der VMC ist unter Vibo. Genau. Also laufen wir Richtung Süden. Ah. Jetzt habe ich es verstanden. Pogorevka, Pulkova, Pustoschka. Glückwunsch. Server restarting in 10 minutes. Wo ist denn? Aber der Green Mountain ist bei mir gar nicht aufgezeichnet. Nee, bei mir gerade auch nicht. Ich habe gerade Google offen. Seleno, aber der Green Mountain ist nicht weit von Seleno entfernt. Da ist Mischkino. Green Mountain müsstest du von Seleno auf jeden Fall sehen. Ja. Ist northeast of Selenogorsk. Also warte mal, wieso geht dann Lost eigentlich aus so sein Lost? Wieso geht das nicht? Das ist vielleicht hab ich den. Das ist doch, der Bot ist an. Aber warum geht den? Hab ich den ausgestellt irgendwann? Kann sein. Ich guck nachher mal, Melle. Ah, hier ist Nadesino. Da hatten wir keinen Lost, doch. Wo ist der Bot? Nee, ich hab neulich mal, als ich das eine Spiel gespielt hatte, habe ich ja alles ausgestellt. Ahnung. Um in Ruhe spielen zu können. Folge dir einfach. Ja. Weißt du, wo wir hin müssen? Wie mein Daumen. Kann sein, dass ich das vergessen habe. Das hier mit dem Turm müsste Starry oder Novisobor sein, theoretisch, oder? Mit diesem kleinen Dings da? Wetterballon? Ich werde aber nochmal so eine Apfelwiese anhalten. Seleno ist links unter dem Green Mountain. Es kann aber sein, dass der Ton noch nicht da ist. Der kam erst später, also glaube ich. Novi und Starry Sobor liegen halt direkt nebeneinander, ne? Genau. Vibor, VMC. VMC ist hinter uns. Sehr. Aber wenn wir Starry Sobor sind, dann sind wir in die falsche Richtung unterwegs, oder nicht? Ja, ja, wir können aber von dort aus Richtung Süden laufen. Da kommen wir auf jeden Fall bei Tscherno raus. Okay. Letztendlich. Ich muss nur mit Kompass eine kurze Hand nehmen, um zu gucken, wo Süden ist. Ich hoffe, ich habe einen Kompass dabei. Das hoffe ich auch. Das ist aber nett, Flasche. Wir müssen sowieso dann mal spätestens nächste Woche uns mal hinsetzen und mal gucken. Ne, trinken brauche ich ja gar nicht. Brauche ich nicht. Aber Äpfel bräuchte ich. Theoretisch gesehen müssten wir Green Mountain sehen jetzt. Ich war ganz harmlos. Pastete. Pastete. Ja, das stimmt. Die Brunnen sind echt cool.
ich mach nichts. Also bin ich, also ich bin ja selber auch ein sehr schüchterner Mensch. Das passt nicht, oder was? Okay, das ist auf jeden Fall Starry, wo war, was hinter uns ist. Okay. Kann mal jemand plötzlich sagen, dass ich ein schüchterner Mensch bin eigentlich? Hm. Lügen darf man doch nicht sagen, oder? Also, ich kenne dich anders. Ich eventuell auch. So in dem Motto, oh guck mal, da läuft ein neuer Spieler rum. Erstmal mit dem Quatsch. Hi! Ja. Erstmal Knopf. Wer war das? Wer hat jetzt meinen Schrei abgespielt? DJ Psi-Faktor, ich glaube, es geht los. Hi! Sag mal. Dankeschön für deine Bits. Ah ja, der, guck mal, der Hälfte der Zuschauer ist jetzt gestorben. Gott. Dieser Stream ist heute ein bisschen zu viel für mein Herz, muss ich sagen. Oh, geht's dir nicht gut? Nee. Du hast keine Ahnung, was schon alles los war. Soll Krankenschwester Hayes mal vorbeikommen? Oh Gott. Das wird mir auch noch übel. Oh. Was hast du jetzt da so dich vertippert dann, Plushy? Das ist bestimmt witzig, oder? Ah! Wieder so spät? Was zur Hölle? Alter Schwede. Lass das! Dankeschön. Ja, die Zeit rennt sehr doll. Naja, irgendwann härtet man so ein bisschen ab, denn gegen die Sounds. Hoffe ich. Das ist so schön hier. Ich bin jetzt, weiß ich auch nicht, wo ich bin. Oh, das ist so schön hier unten. Hier gibt es, das ist halt das Schöne. Hier gibt es, lass mich, ich rede nicht weiter. Die hat schon wieder drei Häuser kaputt, wo sie einziehen will. Ja. Retro gehört bald ganz Tschernerus. Das ist mein Sommerwohnsitz, das ist mein Winterwohnsitz, das ist mein Herbstwohnsitz. Ja. Das ist mein Wohnsitz, wenn ich schlechte Laune habe. Lass mich. Hier fahre ich hin, wenn ich Kürbis essen möchte. Ihr seid wirklich ein richtiger Kackhaufen. Theoretisch gesehen, ich versuche halt jetzt den Kreisverkehr zu finden. Ja, also. So ein Hochspannungsklima geht doch nach Zivilisation immer. Theoretisch schon, ja. Macht Sinn. Wir wären schon richtig gute Survival-Experten. Wir halten uns halt immer, ne? Hochspannungsmaß heißt Zivilisation. Wenn wir eine Möwe sehen, haben wir Land in Sicht. Ja. Hoch wechselt immer auf der Nordseite. Genau. Ostseite? Norden? Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, ja. Aus welchem Grund habe ich das nochmal? Oder? Ich weiß nicht genau. Weil im Osten geht die Sonne auf. Na, das geht immer um diese Häuser und die Grundstücke. Und deswegen wächst Moos auf der Ostseite? Ja, weil da das meiste Licht doch immer kommt. Oh. Ich hatte immer, ich habe ja... Du bist ein richtiger schlauer Fuchs. Hey, wenn die Apokalypse losbricht, möchte ich, dass du in meinem Team bist. Okay. Ich weiß, ich bereue das. Morgen will ich das nicht mehr. Aber jetzt gerade... Pass auf, wenn wir eine dritte Person haben, weißt du aber, wir beide werden überleben, weil ich werde ja erstmal die dritte Person verraten. Ja, das ist eine gute Idee. Also, aber Moment, die dritte Person wird immer Retro sein. Ach so, ja, denn die vierte Person. Dann bin ich. Nee, ich bin hier mit euch. Das ist mein Lieblingshaus in Daisy. Ich zeig das jetzt mal, Jimmy, dass du weißt, wie der Hase läuft. Das ist mein Lieblingshaus. Manchmal gibt es so schöne Grundstücke hier. Und im RP habe ich immer in diesem Haus gewohnt, immer. Weil das mein Lieblingshaus ist. Stand hier mal ein Gebäude. und dann ist das manchmal so schön mit dem Zaun drumrum und so. Gucke das Green Mountain. Und dann vermisse ich das RP sehr. Und also, meinen Frieden und meine Ruhe. Hatte ich nicht auch hier Apfelbäume gesehen gerade? Also, The Walking Dead sagt, dass das Moos wächst im Norden. Das ist mir egal, wo das wächst. Nee, das kann uns wirklich mal das Leben retten. Ja, richtig, genau. Das kann uns wirklich das Leben retten. Captain Schlauschlau, ja. Hm, hm. Ich hätte eigentlich gerne Captain Obvious genannt. Captain Obvious? Weil, ja. Hi, Feldkoch! Ja, ich habe keinen Server, keinen schönen dafür. Der Server ist einfach nicht da. Sonst würde ich bestimmt RP spielen. Mit Kesrin zusammen. Auf jeden Fall. Und Hesibesi.
Auf gar keinen Fall. Ich würde meinen Charakter auch so fortsetzen. Ich habe meinen Bruder dann halt irgendwann auf der Reise verloren. Hm? Mach dann alleine. Dann ist aber in-game immer noch Hayes meine beste Freundin. Oh ja. Nee, wie oh, da muss ich aber noch, da muss ich noch jemand, da muss ich ja jemand anschauen. Da muss ja Herr Lorenz wieder mitspielen. Weil das war ja mein Fast-Lover. Du wirst es einen guten. Aber kein, wo ich schon mal. Du meinst jetzt aber keinen, wo ich schon mal drauf gespielt habe, ne? Die hatte eventuell so viele Lover, wie sie Häuser hatten. Ja, aber Soft-AP, das ist immer so eine Sache. Soft-AP ist dann immer so out, dann sind da so Leute dabei, die eigentlich gar keinen Bock haben auf. Ach, das war der Riesen. Die keinen Bock haben auf RP und dann sagen sie mir, ja, ist ja nur Soft-RP und dann hast du auch kein richtiges RP. Du kannst mir trotzdem ja mal zuflüstern, wenn du magst. Herr Lorenz, der war nett. Könnt ihr Jimmy erzählen, wer Herr Lorenz war? Ich habe Herr Lorenz nicht mehr kennengelernt, glaube ich. Herr Lorenz, den haben wir unterwegs getroffen. Wieder. Der ist per Anhalter mitgefahren bei mir und ich habe den einfach bei Retro vor der Haustür abgesetzt. Weil der hat mir einen Knopf an die Backe gelabert, aber wirklich. Passt das doch. Ja, und auf einmal, was weiß ich, einen Tag später, hieß es, ja, ich habe heute ein Date mit Herrn Lorenz, der kommt mit uns mit. Und der ist mit uns mitgelaufen und alle hatten keine Lust auf ihn. Alle immer so gesagt, ach, weiß ich nicht und so. Alle so gemunkelt, aber die beiden hatten, glaube ich, Spaß. Ja. Der war so nervig. Das tut mir leid. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Leider nein. Der hatte so einen sehr schlechten texanischen Akzent versucht zu machen. Oh. Ich hatte in der Zeit das Vergnügen mit dem Hasen. Weißt du noch? Der Hase? Ja. Der Hase mit seinem kleinen Gehilfen. Ja. Das war auch sehr lustig. Weißt du, ich war immer froh, dass ich bei manchen Leuten, die ich nie in-game kennengelernt habe, ja, muss ich wirklich sagen. Ja, das war. Ich hätte manche Leute auch gerne nicht kennengelernt. Aber so als Tankstellenbetreiberin. Ja, das stimmt. Aber du bist Psychologin gewesen. Ja, und bei mir kamen nur Leute, die versucht haben immer, ja, soll ich den jetzt umbringen? Ja, das war das, was ich meinte, genau. Das Attentat auf den Bürgermeister. Aber die wurden ja gebannt. Ja. Die drei. Aber ich hatte auch wieder Lust drauf. Richtig schöner RP-Server. Das war schon witzig. Das waren noch Zeiten. Ja. Oh, der Server ist bestimmt wieder da, oder? Wo ist er denn? Was tut ihr? Ja? Bitte? Was hat Hayes angestellt? Nix. Ich habe nur ein bisschen über Herr Lorenz erzählt letztendlich. Also, er war nett. Der stand auf Violett, ne? Ja, das glaube ich schon. Mein Charakter hieß Violett, ja, Frau Violett Retro. Ich habe vergessen, was ich tun wollte. Ach so. Also ich würde GTA, habe ich mit gekleckert? Hab ich beim Hände wahrscheinlich bekleckert, ne? Ist jetzt tatsächlich übergeschwappt. Beim Händewaschen? Das gibt's so. Na klar. Was soll das denn sonst sein? Ja, oder ist aber. Jetzt habe ich eine Frage. Anatomisch gesehen. Da war eine Menge wie? Druck dahinter. Das war nötig. Ja. Ich gönn mir mal ein Äpfelchen. Warum entgleitet das hier immer so? Ich warte hier. Ach, da, hey, ist das schon mehr. Ist ja der Wahnsinn. Oh Gott, du musst das jetzt nicht sagen, DJ. Oh Gott. Das halte ich für unwahrscheinlich. Das kann dir nicht flüstern. Das ist natürlich schade. Du könntest auf Discord kommen, das in den. Überm Kopf. Ich melde mich nachher bei dir. Was ist los? Warum habe ich jetzt, guck mal, warum habe ich jetzt schon wieder alle Server gezeigt, welche ich gespeichert habe? Warum bin ich so ein Vollhorst?
Die hat 8 Millionen. Also ich würde GTA mal testen, wollte ich sagen. Ich würde es auf jeden Fall mir mal angucken, wenn es geil ist. Und Katrin bestimmt auch mal angucken. Ja, klar. War das? Voll gerne. Ja? Hm? Pass auf, liebe Katrin, ich schenke dir diese Blume. Blume? Guck mal, und du sagst mir jetzt, ob du ernsthaft da Lust drauf hättest. Was für eine Blume? Guck ins. Ich komm nicht mit. Stream. Katrin, verdammt doch mal, sag jetzt, ob du ernsthaft GTA-RP spielen würdest. Ich weiß nicht genau, ich bin mir der Sache unsicher. Musst du kotzen? Nee, was? Hat sich so angehört. Nee. So. Wäsch dir die Hände, dann weiß ich, das ist halt, weiß ich doch nicht, was ich gemacht habe. Ja, mach das mal. Gib es mal Bescheid und dann RP. Meinst du. Gibt es da auch Zombies? Ich war so. Ja, Melle hat halt immer die Antwort auf alles. Das ist gut. Nein, aber Klamottengeschäfte. Oh. Aber ich werde meine Zombies ziemlich vermissen. Ich kann mich ja wie einer verkleiden dann. Ich will eigentlich lieber eine Verletzung. Oh, stimmt, hier gibt's ja gar nicht mein Haus und so, was ich hatte. Du hast doch noch 16 andere, mach dir doch nichts raus. Warum kann ich dich nicht einmal beleidigen? Warum muss ich. Ich kann nicht. Ich mach kurz das Video aus, beleidige ich, dann mach ich wieder an. Ja, lass uns. Oh, also, wir wollten lieb zueinander sein. Wenn du uns beleidigst, schmeißt mal deine Sachen. Ja, das stimmt. Ich bereue das schon, dass ich das gesagt habe. Ja, ich weiß auch nicht, warum du das. Wohl, hier gibt es keinen Kreisverkehr, Leute. Nein, den gab es nicht. Mit deinem Klientel. Mit deinem Klientel. Können wir darüber reden, wo ich jetzt lang muss? Wir sind im Green Mountain. Ja. Also, Moment. Vom Prinzip her. Ist ja, bitte. Wo rennst du hin, Haze? Du rennst jetzt gerade. Wo bist du, Haze? Haze? Das ist. Also, ich habe jetzt. Komm mal zurück. Ich habe den idealen Weg runter. Sie hat den idealen Weg. Wir müssen eigentlich hier lang. Auf dem Server, wo ich vorher gespielt habe, war halt Sin City. Muss ich Richtung Dubrovo gehen? Ehemals, also früher. Ich war Green Mountain halt auch der Trader. Und wenn du dann hier runtergefahren bist und hier diesen kleinen. Sind wir auf der falschen Seite? Du bist auf der falschen Seite, ja. Ich kann es nur immer wieder hier sagen. Östlich von Green Mountain, also Richtung Tscherno in dem Sinne, wenn man okay, das jetzt kann. Okay, auf der falschen Seite, alles gut. Tschüss. Hat's schon erledigt. Und Retro. Nee, hier runter. Theoretisch gesehen links. Links von Dubrovo gibt es doch. Nee, doch nicht. Novo Selki. Und da drüber gibt es Nadesinho. Ja, hey, aber guck mal. Das ist der falsche Weg hier, Haze. Wir müssen uns wieder nach. Ich bin kein guter Navigator. Wir lassen das besser. Oder es kann natürlich auch einfach sein, dass die Wege anders sind als vorher. Weil dieser Weg ist mir nicht. Ich weiß nicht, ob hier der Kreisverkehr war früher. Nee. Das, nee. Weiter da hinten, ne? Mehr Richtung Norden in der Stadt. Ich habe keinen Kompass. Und seit wann habe ich sowas im Kopf? Du läufst jetzt Richtung Balota, glaube ich. Jimmy, das ist das Gift, was ich sehr, sehr häufig benutzen muss. Ich laufe Richtung was? Du läufst gerade Richtung Balota. Ja. Nee, Moment. Doch. Bist du jetzt in Tscherno? Tscherno, ja. Zurück. Du musst ganz weit zurück. Das Wasser ist Süden. Ach, der Kreis. Genau. Das Wasser? Nee. So. Stimmt, der Kreisverkehr ist ja da vorne gewesen. Ach, hast recht. Hast recht. Der existiert nicht, aber. Ja, ich. Also gibt es den Fluss schon? Da kommt erst die Brücke und dann der Kreisverkehr. Ich glaube, der Fluss existiert nicht. Also, das Problem ist halt, für die, die es noch nicht mitbekommen, ja, Richtung Berge, das ist, wenn ich jetzt querfeld einlaufe und ich glaube, der Satz schon so anfängt, da mache ich das nicht. Das ist halt. Die Map gibt es eigentlich schon ganz lange nicht mehr, die wir hier spielen. Naja. Da oben gibt es so einen Berg. Soll ich da mal hinlaufen? Den finden wir nicht. In der Natur jemanden. Ja, ich habe Angst, dass ich zu vielen Zombies in die Dings laufe. War hier die psychologische Praxis von dir damals? Nee, die war auch weiter da hinten, ne? Jetzt die erste halt. Doch, da in der Nähe müsste das theoretisch sein. Ja, eigentlich schon, ne? Oh, das Haus. Also jetzt. Vor uns ist doch Zeleno, oder? Also, wir laufen doch jetzt Richtung. Weil hier ist ja auch die Feuerwehr nicht und so. Ja, weil jetzt. Ich meine, jetzt vor uns müsste Zeleno. Ja, eigentlich schon, aber das Problem ist, alles das, was wo Frau Hase gewohnt hat, das gibt es hier halt auch noch nicht. Warte mal, hier ist die Feuerwehr. Hier war die Feuerwehr.
Feuerwehr. Da muss ich eigentlich noch ein Stück hier lang. Weil da waren, warum ich weiß, dass das das Feuerwehrgebäude war, weil da ganz viele Feuerwehrleute waren gerade. Nur das Gebäude hat gefehlt. Und da vorne muss dann der Kreis... Der spätere Kreis... Da ist eine Straße, ich glaube, ich weiß jetzt ungefähr, ich weiß es, glaube ich. Da ist eine Straße nach links. Ich vermute, dass ich die hochlaufen muss. Und dann war hier nämlich, wo jetzt diese Tanks sind und das, da war etwa das Krankenhaus, ja. Und die Praxis von Frau Hase. Ja, ich glaube, das ist zu Lena da hinten. Das Tech-Gebäude, ja, so. Ja. Und ich müsste, glaube ich, hier lang. Ja, ich glaube. Ja, ne? So. Ich versuche mal zu ignorieren. Hier sind halt immer noch, also viel mehr Zombies über auf den Feldern verteilt. Und genau, das war dann Richtung Dubrovo. Da oben auf zwischen den Berg, zwischen den Bäumen, so da ist Dubrovo. Base, habe ich dich schon wieder verloren. Wo genau bist du? Hinter der Stadt, linksseitig. Hinter dir, direkt hinter dir in dem Sinne. Aber Jimmy, machst du denn auch so Whitelist und sowas? Ja, ne? Ja, eigentlich macht es ja auch Sinn, dass sie überall rumgeistern. Ja klar, ja, okay. Also es kommt bestimmt eine Menge Idioten drauf. Sind wir jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ich muss mal ein, zwei Häuser absuchen nach was zu essen. Ja. Wir brauchen auch noch bestimmt so 10 Minuten. Wahrscheinlich haben wir uns getroffen, dann ist das Team halt um. Aber es ist ja nicht schlimm. Ich hab halt... Ah, die Scheißpfanne. Ich muss sie weg... ich esse erstmal die Cracker hier. Weiter links von uns, jetzt kartografisch gesehen, müsste Koslovka kommen. Wir müssten... Diese ganz kleine Ortschaft müsste Drozino sein. Okay. Und wenn wir die Straße gefolgt hätten von der Stadt Richtung links... Kommt Koslovka. Kommt Koslovka. Mhm. Aber wir sind jetzt ungefähr Richtung Bohr unterwegs, oder was? Nee. Da laufen wir auch vorbei. Okay, naja. Ich folge dir einfach mal, wenn ich dich nicht wieder irgendwie verliere. Wir könnten das nachher auch noch machen. Das wäre auf jeden Fall, dass du mich noch irgendwann, selbst wenn Katrin keine Zeit mehr hat später, dass du mich auf jeden Fall noch abholst. Und mich zu euch führst. Das kann ich doch gebrauchen. Ich hab noch einen Moment. Das ist gut. Das Problem. Das ist ein bisschen mein Stoff. Habe ich schon wieder auf die Map geguckt, habe Pace schon wieder verloren. Da ist er. Ja, ist so. Das macht auf jeden Fall auch ein bisschen spannender dann, ne? Wenn schon nicht genug Spieler vorne sind. Jetzt mach ich die Pfanne doch mal weg. Oh, ein Rucksack. Geil. Wir haben den Server gewechselt. Der andere Server war ja der, wo diese Bären und Fledermäuse und was weiß ich was waren. Und unser Auto, da sind wir sind ja gestorben, da sind wir nicht mehr da rangekommen. Das ist jetzt halt, das kann sich jetzt rein theoretisch jemand klauen. Wir müssen da nochmal hin, aber ich hatte jetzt keinen Elan. Nee, also... Wartet mal ganz kurz, es hat gerade bei mir geschellt. Geschellt. Ich nehme den grünen Rucksack. Ach, ist doch egal, in dem blauen. Mein Gott. Und jetzt sind wir noch auf dem anderen Server und ich bin schon gestorben. Warum bin ich nochmal gestorben? Achso, ich bin von einem Bot erschossen worden. Ich glaube, ein Chase hat Hunger. Habt ihr nichts, ne? Doch, doch. Also nicht viel, aber ich fütter ihm mal einen Apfel. Mensch, das ist ja gut. Ich finde tatsächlich ein bisschen was zu essen hier. Heute ist ein bisschen wuselig. Bisschen? Warte mal, hier muss ich doch weiter geradeaus, richtig? Weil rechts würde ich abbiegen nach Dubrovo, da will ich ja nicht hin. Also ich gehe mal weiter geradeaus, da ist doch ein Schild. War übrigens Amazon, ich habe nichts bestellt, also der war ziemlich flott. Hm. Ich gehe an die Klingel. Denk schon keiner ran mehr und guck auf den Balkon, fährt das Amazon-Auto schon weg.
Und ich habe nichts bestellt, also alles fein. Okay. Ja, bei uns sind sie alle sehr zügig unterwegs. Danke fürs Füttern übrigens. Mhm. Also ich fand früher das Sehgefühl auch auf jeden Fall besser. Ich mag auch diese Map sehr. Also ich genieße das echt, hier zu spielen. Das alte Tschern und so. Also das kann schon sein, dass wir hier noch öfter mal spielen. Ich hätte da schon Lust drauf, weil mir gefällt das. Muss man ausnutzen, solange es den Server noch gibt. Genau, gerade der Norden ist ja komplett anders. Da gibt es ja diese Severograd und so. Entweder existiert das noch gar nicht oder es ist noch sehr klein. Wo laufe ich hin? Balota ist links. Ich laufe noch geradeaus weiter, ne? Ja. Geradeaus ist Medizinio. Da laufe ich hin? Ja. Ich habe keinen Kompass, deswegen sage ich Pi mal Daumen, peilen wir das an. Oh, Jimmy, macht Eike heute auch noch an? Oh, du machst immer an. Ich bin wieder nicht raiden. geradeaus kommt eine Stadt. Ja, weiß ich gar nicht, warum das jetzt erst ist. Die sind schon niedlich, haben das ein Iglo drauf. Die haben nun halt nicht viel Platz. Aber besser als nichts, sagen wir immer. Ich höre hoffentlich einen Bären. Keinen Bären, sondern so einen Hirsch oder sowas. Ja, ist ein Hirsch. Dann Reh. Welche Stadt könnte das sein? Frage ich mich auch. Bin ich bis immer noch unschlüssig, was ich morgen Abend, ob ich morgen Abend streame. Eigentlich will ich schon, ich weiß noch nicht genau was, ob ich Lust habe auf Horror oder irgendein Tüdel. Oder ich habe ja auch noch so viele Story-Spiele eigentlich und Point and Click, Click and Point, Point and Click. Oh. Müsste da eigentlich mal irgendwas, auch mal was von spielen, ne, so langsam. Ja, Olga, du musst jetzt hier ankommen. Lass Olga in Ruhe. Ja, die Omas haben ja hoffentlich immer Essen dabei. Obwohl, ich meine, hat auch oft gesagt, ich soll weniger essen. Ich will jetzt mal kurz... Die Bäume hier sind Apfelbäume. Ja. Eben mein Apfel ist nämlich auch. Ich esse jetzt einfach meine Kartoffel roh. Okay. Ich guck gerade, ob ich was zu essen dabei habe. Aber... Ich habe noch eine Dose im Gepäck, aber Äpfel können ja. Also auch Brunnen gibt es ja hier unten. Ist echt viele. Was kribbelt das denn? Hier ist es echt schön. Ich gehe mal kurz runter zur Stadt und guck mal ein Ortseingangsschild. Was das für eine Stadt ist. Ja. Ich versuche mich, das geht echt besser, seitdem ich versuche mich darauf zu konzentrieren, nicht so rumzuhampeln beim Schlagen. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt die Stadt über Nadesinho. Okay. Du bist jetzt in die Stadt reingelaufen, ich sehe dich. Ja, ich laufe gerade. Ich habe jetzt gerade mein Äpfelchen lassen. Warum haben die das hier später alles weggemacht und so doofe Garagen hier hingesetzt und so? Das ist voll süß hier. Sag mal, sind wir nicht schon an der Küste unten? Bin ich gemutet? Nee. Warte mal. Das sieht für mich aus wie, Das ist Balota. Ich wollte gerade sagen. Oh, das wirklich? Sagen, dass es aussieht wie Balota. Also wir sind schon. Also komme ich nach Balota oder? Ja, hier vorne ist das Airfield. Okay. Ja, warte, dann muss ich mich kurz konzentrieren. Ja, Balota. Dann müsste ich ja hier durch den Wald. Also hier lag. Ich gehe mal ein bisschen hier rum. Wir waren ja Zombies. Ich gerade, ich denke, das kommt hier doch. Ich komme dahin. Da weiß ich ja, wo ihr seid. Hier in dem Haus haben wir Feuer gemacht. Ach. Dann laufen wir einfach durch Richtung Tscherno. Ja, oder so. Laufen Retro entgegen. Mhm.
Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Na, 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 na. No, 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 no. Ganz bisschen. Ne, wir wollen ja nach Tscherno jetzt, ne? Wir machen hier gerade eine Polonaise. Oh. Also nicht nach Dings. Toll, jetzt habe ich einen Ohrmund. Ja, hoffentlich. Hoffentlich denkst du den ganzen Tag an mich. Oh. Ich laufe ein Stückchen mehr rechts, weil ich habe Angst, dass da gerade irgendwo Bots rumstehen. Ja, und ich sollte direkt nach auf Tscherno zu laufen, glaube ich. Kann auch sein, so ein Kreis laufen, weiß ich nicht. Ne, Balota hatte sich im selben Moment zerschlagen. Das willst du nicht. Doch. Natürlich will ich, dass erst einmal jeder an mich denkt. Ganzen Tag. Oh, nur Mitteil braucht mir das. Warum haben wir die eben beim letzten Mal nicht mitgenommen? Nur Mitteil braucht man mir das nicht immer. Auf 9 Uhr. Ich habe ganz ehrlich vergessen, wo ich die jetzt sehe. Die existierten wirklich, aber ich habe vergessen, dass sie existiert haben. Die habe ich noch nie gesehen. Also jetzt existieren die so in der Form nicht mehr, oder? Nee, ja, ich laufe mal hier so lang. So oft, dann komme ich hier gleich darunter. Das Ding ist, ich würde die jetzt schon gerne mal looten. Ich weiß ja, von wo ich gekommen bin. Aber das können wir vielleicht gleich zusammen machen. Ja. Ist ja nicht weit. Na, da ist es. Da. Dann teile ich es hier irgendwie. Oh Gott. Das aber dann schon. Da bist du ja. Das ist ja. Mann. Oder auch so. Einer hat bei mir schon abgelassen. Nee. Ja, der ist der Unterhemd-Opa, der wieder nach Hause läuft. Oh nein, dieser Gärtner. Das ist ein Gärtner. Die nächste Büchse Bier holen. Oh, voll so, das voll so das Klischee. Ja, so sieht er aber aus mit so einem verschwitzten Unterhemd. Oh nein, ich hab festgestellt, dass das. Oh Gott. Ich bring Freunde mit. Schön. Oh nee, direkt reingelaufen. Ja, weil hier mal Gebäude waren. Claudia. Du bist der einzige Stern für mich im Leben, der mir Lieben tut. Und Jacqueline auch. Was zur Hölle? I must go. Ich stopfe ein bisschen Watte rein. Alternativ gehen noch Tampons. Ich finde das. Also, wir haben schon gutes Wetter an den Tag gelegt, finde ich. Wir können es halt einfach. Ja. Best Friends Forever, wenn mein Spiel nicht hängen würde. Oh, ja. Unangenehm. Hallo, Axora. Oh. Hi. Ich hatte mich gerade bloß ein bisschen verschluckt. Würde nicht mehr machen. Jetzt hast recht. Was singen wir? Halleluja. Oh Gott. Halleluja! Halleluja! Ne, 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 ne. Ich glaube, hier ist ein Bot. Hier ist irgendwo ein Bot. Eine Botwurst? Das ist ein Botwurst. Hier ist irgendwo eine Botwurst und ich habe Angst. Na Bockerwurst, wo bist du denn, dass da ein Bot ist? Ja, ich muss doch hier umlaufen und solche. Ich will ja nicht sterben. Ach, und dann nachher 300 Zombies. Ja, ich komm nach Tscherno. Aber ja. Trust me. Okay. Katrin, wenn du jetzt genau Ansage von mir hast, wo ich genau bin, dann bitte. Sie? Nein. Ich frag dich ja, wo du bist. Deswegen, ich frage mich, die Bots sind ja scheinbar nur in Militärgebieten. Ja, aber ich weiß halt nicht, die kamen, glaube ich, von hinter mir, die Schüsse. Und jetzt da unten. Oh Gott, der war bestimmt grausam, oder? Oh, ich musste das nachher angucken mit dem Untertitel. Ich hab die auch in der Ferne linksseitig gehört. Aber kann das war Schüsse von Minecraft. Bei Plushy müssen wir die Ohren absaugen. Ich wusste gar nicht, dass. Ich hab noch nicht mal einen Helicrash gehört. Ich möchte wirklich gerne Powerwash Simulator spielen. Ich auch. Ich habe übrigens gestern bei der Villa herausgefunden, man kann nicht man kann das Tor nicht öffnen. Man muss mit der langen Düse das abspritzen. Du verarschst mich. Nein, man muss es von. Ja, du musst es von außen machen und da mit der langen Düse die Graffitis wegmachen. Ich habe aber schon Teil weggemacht. Ich habe eventuell gestern völlig verhasst, dass das ganze Tor sauber gemacht. Okay. Vor allem, weil wir aufhören wollten, ne? Ja, wir machen jetzt Schluss. Wie lange hast du noch gespielt? Bis 12 Uhr oder so? Nein. Ich bin ja dann auch
ins Bett gegangen. Hm, hast vom Bett aus dann ein bisschen weiter. Nein! Oh mein Held, sag mal bitte was! Power gewasht. Also, okay. Ist ein Opfer. Das, was ich sage, überleg jetzt genau, was du sagst, yo. Als ich gesagt habe, ich gehe bald ins Bett, hat Retro noch gespielt. Das, yo, das ist doch über. Hey, wann habe ich dir gesagt, dass ich im Bett liege? Guck mal, da rennt er. Hey, du stehst in der Luft. Wann habe ich dir gesagt, dass ich im Bett liege? Überleg das gut und ich hau dich tot gleich. Hast du euch auch abgeschmiert? Nein! Okay, ich bin fast in meinem Lieblingshaus drin. Ich sehe dich, ich laufe hinter dir. Ja, ich kann dich anhalten. Also, ich wurde, glaube ich, gerade gebannt. Warum? Ich bin vom Server geflogen. Ja, gut. Ja, das hatte ich vorhin auch. So, das ist mein allerliebstes Lieblingsgrundstück. Ja. Wer soll dich denn bannen? Sommerresidenz. Halt deinen Schnabel. War ich hier auch bei dir beim letzten Mal im Chat? Aber ich hab doch gar nichts Gemeines gesagt. Die haben gesagt, dass er gesoffen oder gekifft oder alles, was ich genommen habe. Das war der andere Server. Meinst du, du bist nicht gebannt worden? Dann würde das da stehen. Was? Ich scheu dich. Also, wir wissen auch, wie das ist, wenn man gebannt wird. Moin, ich hab sie. Ja, Retro hier. Ist das für mich oder was? Ich hab natürlich Sachen für dich dabei. Danke. Das. Cool. Danke. Oh, meine Waffe. Hä? Seit wann passt das Rotpunkt? Das ist doch nicht meine Waffe, die ich hatte, oder? Doch, die AK schon, aber Dings hat deine M4 auch dabei. Ja, aber wieso passt auf einmal ein Rotpunkt drauf? Werden, da der Server nicht erreichbar ist. Mach mal alles zu. Schließ mal den ganzen Lounger und den ganzen Kram. Ja. Was denn jetzt? Sonst würde da stehen, dass du gebannt bist und alles. Oh. Ja, das ist, oh, da, das ist blind. Das ist so ein Insider. Plushy weiß warum. Warum, yo. Danke fürs Mitbringen. Deinen Gürtel habe ich auch mitgebracht. Ja, du, die könnte doch mal ganz toll. Du brauchst was zu essen, oder was? Hier Milchpulver. Achso. Ich hab gerade gegessen. Ach so, das ist jetzt hier nicht so intensiv ordentlich. Warte mal, ich hatte doch. Hier ist auch noch deine Wasserflasche. Ich hab ich hab schon zwei. Behalt die mal. Die kannst du aber an deinen Gürtel machen. Ach so, okay. Ja, das ist ein. Ich hab jetzt ein. Du bist so blöd. Ich mag sie nicht. Ich wollte das gar nicht richtig. Ja, die, man kann die leider nicht ausziehen von den Zombies. Klamotten gehen leider nicht. Das ist schade. 12. Ich komme nicht auf den Server, ist nicht erreichbar. Das ist komisch. Verstehe ich nicht. Ich versuche das. Sag doch, dass du nicht mehr mit uns spielen willst. Ich komme nicht auf den Server. Ich versuche es mal bei den Standard-Server. Standard-Launcher. Standard, sie denken sie. Ach so, ja, ich hatte ja eine M4. Ja, stimmt, ja, aber ich habe keine Magazine dafür, ne? Ich habe aber. Ja? Ja. Hey. Warte, ich kann sie dir auch gleich schon hinlegen. Warte mal. Mutter. Hier. Ja, aber dann ist doch die AK jetzt übrig, ne? Dann nehme ich die. Ja, warte mal. Hier. Oder Katrin nimmt die. What? Und die M4 hast du wo? Ja, Katrin. Dankeschön, Thor, für deinen Resub. Hier die Retroviolett und Team einen schönen Tag gewünscht. Und dir Wink auch? An der Hand, Wink an der Hand. Wink an der Hand an Thor. Dankeschön für deinen Resub. Und hi. Was hast du gesagt? Ich habe jetzt hier nur so eine AK. Hier, warte mal, hier ist die AK. Ja. Hallo, Freunde. Ich habe dir ein Bajonett fürs M4 noch hingelegt. Falls du es haben willst. Ich will erstmal die M4 haben. Die hat Katrin jetzt oder was? Ja. Ja, ist ja gut. Ich bin ein bisschen schwer von Checke. Ich muss jetzt erstmal gucken. Sie hat wieder alles kaputt gemacht. Echt so, ne? 5,6x5,4. 5,5,6. Das ist die ist übrig, die Moni? Das ist wieder eine M4. Die 5,5,6. Ach so.
Hä? Nein. Ich habe doch hier 5. Achso. 5-4-5 ist für die AK. Ich hab 5-5-6 mal 4-45 im Magazin, aber das hier ist 5-5-5-4-5 mal 39. Ja, das ist AK. Ja, denn hier. Ich finde den Server nicht. Der ist auch doch da. Moment. Gucken, ob ich jetzt. Ganz ruhig, Katrin. Tief Schalldämpfer habe ich auch noch hier. Na, Thor, wie geht's dir? Die wissen gute Spiele, wo nicht zu schätzen auf Server. Nee, das soll das nicht rauf. Nee, das. Okay, join. Okay. Warte mal, ich hab doch ein Headset. Warum mach ich meine Jacke nicht heil? Dumm. Wenn du mich heute hättest spielen sehen, Axo, ich hab eigentlich fast den ganzen Stream nur geschrien. Dieses weirde, dieser weirde. Schlimmer als ich heute. Ganz furchtbar heute. So, wo seid ihr? Von den Ziel aus rechts. Also das Messer, das brauche ich nicht, was da liegt. Ja, aber guck mal, was das für ein schönes Grundstück ist. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ist das nicht hübsch? Das ist wirklich hübsch. Ja, so. Katrin, möchtest du die AK haben? Nee, ich habe die M16 und die Mosin. Okay, dann behalte ich sie und schmeiß die SKS dafür weg. Ich glaube, ich habe dafür auch noch Max mitgenommen. Die AK. Das ist gut. Guck mal, hier ist noch so ein anderer Rucksack, Melle. Der hat so einen Stift. Stifte hat da drauf. Und eine Grundstücke. Nein, nur das eine. Ich bin so ein richtiges RP-Opfer, wirklich. Ich liebe das, mir hier so Sachen zu looten und mich einzurichten und einfach, ich weiß nicht, ich bin gar kein richtiger Daisy-Spieler. Ich bin schon wieder hin. Außer sie hat schon wieder ihr Lieblingsgrundstück gefunden. Naja. Unterwegs finden wir nochmal das dreimal. So, Moment, hier. Hier. Hast du noch 556er Money? Ich hab Haze was gedroppt. Ja, ich hab ja Magazine und so ein Gedönse. Achso. Danke. Das sind jetzt alles Magazine für mich, oder was ich hier habe? Ja. Warte mal. Warum? Wie, warum? Was? Ich muss kurz rausfinden, wie ich meine Sachen hingesteckt habe. Oh Gott, warum bin ich so? Das fragen wir uns eigentlich auch schon eine ganze Weile, aber. Ja. Ist da jetzt noch nichts Plausibles so eingefallen? Guck mal hier, Schalldämpfer. Bist du dann ruhig? Ah, hier, deine Kopflampe. Bauen eine, ich kenne dich ja. Ich kann den Schalldämpfer nicht benutzen. Aber ich? Ja, mach mal. Ich kann den nicht benutzen auf der M16. Da passt kein. Also da geht ein Charlie drauf, aber einer, den ich jetzt. Braucht noch jemand ein Nähset? Ja. Ja, du brauchst das, du weißt das noch nicht. Ja. Nun nimm. Achso, ich habe auch kein Ding gleich. Gönn dir, mein Freund. Gönn danke, dir. Danke. Ach, guck mal, hier ist noch deine Face Mask und deine Handschuhe. Mensch, geil. Ich habe Gummihandschuhe abzugeben. Guck mal. Nee, ich habe Handschuhe an. Danke. Ich wäre richtig gut. Hi, Kodiak. Schön, dass du da bist. Denk dran, Retro. Du kannst jetzt deinen Rotpunkt drauf machen. Sollen wir da noch mal zu den Zelten? Ja, da ist das. Das Problem an dem Rotpunkt ist, ich habe das jetzt irgendwie nicht mehr. Ich habe das nämlich auf der. Wo ist das? Weiß ich. Habe ich das hier hingeschmissen? War eins auf der Waffe und eins habe ich eventuell hier hingetan? Ja. Eine neue Jacke, ne? Deine Jacke war ruiniert, oder? Ja. Und Hose. Dann würde ich sagen, wir laufen mal zu dem. Zu den Zelten. Piu, 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 piu. So, okay. Was? Was genau war das? Frag mich. Ich muss wirklich ein bisschen weniger davon nehmen. Ich hab mich wirklich gern, aber ein bisschen weniger kann nicht schaden. Nur so ein Hauch. Wir haben dich lieb, Retro. Denk dran. Ach, du Schleimer. Das sagst du immer. Ich liebe diese alten Daisy-Vogelgeräusche. Das ist, weil du ein Vogel bist. Ein Ornithologe. Ja, und du hast einen Vogel. So, und jetzt sag ich mal was. In der 9. Klasse hatte ich einen Wahlpflichtkurs. Das war ohne Scheiß ein Jahr lang Ornithologie. Wahlpflichtkurs. Du musstest Kurse wählen. Du hast Vogelkunde gewählt. Ja. Warum wundert mich das nicht? Und da war ich am Samstagmorgen, waren wir mit unserem Ornithologiekurs dann schön im Schulwald und haben Vogelzählungen gemacht. Schön.
Reto, du musst einmal nochmal R drücken. Ganz kurz nur R antippen. Du musst deine Kugel reinchambern in deinen Lauf. Sonst macht es gleich Klick, wenn du... Ornithologie ist Vogelkunde. Und ich habe außerdem Kunst hatte ich. Hi. Ich hatte tatsächlich, ich bin mal in so einem, also du konntest ja die Kurse wählen, aber manchmal hast du nicht den Kurs bekommen, den du wolltest. Und ich bin tatsächlich in so einen scheiß Musik-Kunstkurs gekommen. Also es war ein Teil, du hast... Tanz und so. Das ist zum einen Teil Kunst, das habe ich geliebt und dann kam der Teil mit der Musik und das war echt scheiße, weil ich das sowas von gehasst habe. Wo ist sie schon wieder hin? Können wir mal darüber bin reden? Hinter euch. Ich habe nur keine Armbinde. Deine gelbe Jacke, die fügt sich hier so richtig ins Gras ein. Sieht aus wie so ein, Herbstrasen. Nee, das ist kein Pflichtfach, aber es ist ein Wahlpflichtkurs. Also du musst Kurse belegen, aber du darfst dir aussuchen, welche. Und wenn du dann Glück hast, kommst du auch wirklich da rein. Musst ja. Hatten wir gestern das Thema, dass es immer darauf hinausläuft, etwas zu essen? Haben wir da gestern ja, ich wollte da jetzt drauf eingehen. Man muss ja wissen, was man isst. Ich esse doch gar kein Fleisch. Das war, ich war... Ja. Ja, ich war auf der Realschule, ich habe einen Realschulabschluss gemacht. Ich war zwar auch mal anderthalb Jahre auf dem Gymnasium, aber ich bin dann auf die Realschule gegangen. Das ist Stone. Stone nehme ich. Du bist wirklich... Ich konnte Stone sogar mitnehmen. Oh. Ja. Stoney! So, Haze ist jetzt auf jeden Fall Stone. Wer hat hier schon wieder Hunger? Genau, da habe ich zwei Jahre oder so Französisch gemacht, da habe ich das abgegeben. Da habe ich Bio-Kurs gemacht. Ja, Bio, Ornithologie. Hier ist doch so ein Stony. Ich will auch einen. Kunst. Ja, gibt nur einen Stone. Eigentlich habe ich ganz viel Kunst gemacht. Ein Jahr Informatik hatte ich auch. Okay, wir sollten uns jetzt wieder auf Bots einstellen. Ja, ne? Stein sagt mir, wir müssen gerade ausweichen. Mein Lieblingsfach war Deutsch. Und Physik mochte ich. Ach so, ja, nee. Das lag ja außerhalb, ne? Haha. Hi, Stoneman. Das Bierkunde einfach nie, aber es würden sich manche wahrscheinlich wünschen. War jetzt so ein bisschen Stoneman, Stoney? Ja, das war, weiß ich auch nicht. Das war jetzt so richtig. Wie so ein Situationskomik, ne, Stoneman? Mhm. Fjorl wundert hier bei uns gar nichts mehr. Ist das gut oder schlecht? Ich glaube ein bisschen von beidem. Das Ding ist, ich habe ja heute Nacht ein bisschen bei Fjorl dann reingeloggt, weil ich ja nicht schlafen konnte. Und Haze wollte sich auch nicht mit mir beschäftigen, da wollte ich nämlich schlafen. Ich kann nicht schlafen, also ich versuche jetzt nochmal zu schlafen. Ja, gut. Dann bin ich für auch so ein bisschen auf den Sack gegangen in seinem Stream. Aber das war ganz unterhaltsam. Und er hat halt Resident Evil, so einen ganz alten Teil gespielt. Und ich war mega geflasht von den Sounds und der Grafik jetzt mal wirklich. Ich habe mich ganz wohl gefühlt in dem Spiel. Das war witzig. Ich bin von der Hauptschule geflogen und habe dann Realschaft gemacht. Oh. Da antwortest du Retro, ja, um 1.15 Uhr oder so, wann das auch war. Dann kriegst du noch einen Arschtritt. Ich hab dich doch schlafen lassen. Ich hab dann gedacht, ja, was machst du jetzt? Du kannst jetzt hier liegen und du kannst jetzt anfangen, wie das so ist. Man zerdenkt das. Oder noch schlimmer, man fängt an, YouTube zu gucken. Das wollte ich auf keinen Fall. Weil dann ist man nämlich um 5 Uhr morgens, guckt man sich Dokus an über die Fortpflanzung von Eintagsfliegen oder sowas. Das wollte ich nicht. Also habe ich geguckt, wer noch so streamt und dachte, ja, Fjorl streamt. Und dann guckst du da eigentlich mal zu. Da war ich auch eigentlich irgendwann zwischendrin total müde, aber ich wollte unbedingt das Ende sehen. Und dann kommt der Knaller. Dann habe ich echt durchgehalten, um das Ende nicht zu verpassen. Und was macht sein Spiel? Er sagt, nein. Und crasht. Ja. Wir müssen uns jetzt wieder ein bisschen konzentrieren. Ja, alles, was mit Glee anhat, ist fein. Also alles ist eigentlich fein. Auch andere Spieler sind hier vom Also ja. Heutzutage Anlauf. Kommt es auf den Schulabschluss, finde ich, gar nicht mehr so doll an. Weil das sagt ja nichts über die Qualifikation für irgendwas aus. Und du kannst ja auch alles in der Schule lernen, nur keine Menschlichkeit. Ist ein Teil. Entschuldigung, danke. Was bringt dir so ein super schlauer Mensch und der ist einfach ein Arschloch? Ach so. Will ich die Jacke? Ja, will ich. Ich habe auch erstmal gerade eine neue Hose angezogen. Die ist zwar nicht schön, aber gehört mir. Toll. Was schön, dass du eine eigene Hose hast. Du sollst was essen. Ja, ich habe nicht so viel Essen. Aber danke. Ich trinke aber was. Ja.
Aber sowas in der Art jedenfalls. Ihr wisst, wie das ist, wenn man mit YouTube nachts anfängt, ne? Ich habe eine Kampfanzughose. Ach doch, ich habe doch jetzt eine Bacon-Dose gefunden, Idiot. Habe ich gerade auch gefunden. Ich habe eine Hose. Hose ist gut. Du brauchst eine Hose oder du hast eine Hose? Nein, ich habe eine Hose. Ich habe einfach so mitgeredet. Mhm. Ha. Nicht zielführend. Hattest du die AK genommen, Hayes? Ja. Schau mir keine Hose an. Ja, das macht ja nichts. Brauchst du nicht noch einen, oder? Nö, ich habe 3 Stück jetzt insgesamt, also... Ah. Liegt schon wieder... Ach, hallo, Maschallah. Was hast du gefunden? Nix. Versorg dich das schon. Oh, Elsbert, viel Spaß auf der Arbeit. Lass dich nicht stressen, lass dich nicht ärgern. Und danke schön, dass du da warst. Und danke fürs Bescheid sagen mit dem Server. Tschüss, Stefanie. Tschüssi. Wie geht das? Stefanie! So. Stefanie! Oder? Oh Gott. Das ist so gut. Grüne Handschuhe, da sehe ich mich doch auch. Ich habe doch schwarze Handschuhe abzugeben. Warte mal. Kann noch meine Jacke reparieren jetzt. Dann sieht die wieder schick aus. Hier liegt nur ein Rotpunkt. Brauchtest du das? Nee. Ciao! Ich brauche doch irgendwas, was Tschüss sagt, ne? So eine Tasse. Ein Hai, der winkt oder sowas. Ein Heide, der winkt? Sind wir schon wieder bei den Heiden? Was Nein, das habe ich überhaupt... Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Heidenshaming? Nein, das hat... Lass mir. Die Heiden aber auch schon wieder. Wisst ihr was? Ihr seid so doof. Ich krieg meine Dose nicht auf. Ja, hoffentlich brichst du dir die Finger dabei. Ich weiß halt auch nicht, was ich mit dieser doofen Weste hier mache. Macht jemand noch einen Rucksack? Nee. Nein. Nein, einfach nein. Gut. Nicht mal Stein kriegt die Dose auf. Taschenlampe. Hat ein Nee, der hat doch schon wieder zugeschlagen. Nee. Wenn der ruhig ist, ist laut immer Gefahr. Und das mit dem Heiden will ich mal sagen. Wir haben ein Horrorspiel gespielt. Ich habe das dann verwechselt. Hm. Da habe ich gesagt, statt die Heide, der handelt schon wieder, habe ich gesagt, der heidet schon wieder. Ja, mein Lieblingsfußballer. Gibt da einen wunderschönen Clip zu? Ja, mein Lieblingsfußballer von Holstein Kiel damals war Marc Haider. Ja. Der ist dann weggegangen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, zu welchem Verein der gegangen ist. Er war weg. Das war aber mein Lieblings... FC Heidenhausen oder so. Alter Schwede. Retro, machst du mir die Dose auf? Oh Gott, da. Jetzt kommt... Da liegt eine gelbe Daunenjacke. Fasmo hätte ja auch mal wieder Lust zu, aber alleine... Fasmo? Hast du gerade Fasmo gesagt? Jimmy hätte Bock auf Fasmo. Ja, da sehe ich uns. Ja, mit Jimmy oder was? Ja, nee, wir alle. Wir alle 3 zusammen. Na, Axel hat auch nochmal nach Fasmo gefragt. Mit wie vielen Leuten kann man da spielen? 4. 4, ne? Retro, ist du gerade... Aber Fasmo wird's... Oh! Du solltest sie nur aufmachen. Er verhungert und sie hat essen. Hat's dich. Retro. 1 Antibate. Wir gönn dir. Lass dich schmecken, Mäuschen. Da isst sie meine Dose. Richtig frech einfach nur. Möchtest du Trockenbirne haben? Oh, Katrin pinkelt schon wieder ein. Aber Fastfood wird doch so schnell langweilig. Bin ich überhaupt nicht. Ich spiele ja gerne so ein Horrorspiel, aber weiß ich nicht, Fastfood ist meiner. Meine war Bob Ross. Lasst mich alle in Ruhe! Ihr seid blöd einfach. Ihr seid überhaupt nicht meine. 80er ACP-Munition. Hey, wo bist du? Wer hat da den Rauch gezündet? Ja, dreimal doch verraten. Weißt du? Face? Ja. Ich will eine passende Jacke zu meinem Krims dazu haben. Warum finde ich hier nicht mal... Und das war... Welche Muni ist da drin? Die spielt doch sowieso nur zusammen. Ich bin doch total überflüssig. Ja. Danke schön. Das war jetzt nicht viel, aber... Ist immerhin etwas. Flaschi! Dieser eine Winchester Muni. Ja. Ich nehme alles mit. Ich bin der laufende Munitionscontainer. Ich auch. Ach, oh. Oh. Die ist nicht gezündet. Die ist nicht gezündet, glaube ich. Geh doch nochmal zurück und guck nochmal. Otto. Wo ist die? Die hast du eingesammelt, ne?
Nee. Aber du hast klar, nicht. Die liegt hier nicht mehr. Ich hab nichts eingesammelt. Ja, dann ist die weggepackt. Oh Mann. Ist das jetzt. Ich geh jetzt so lange lang. Aber das wird so schnell. Das bin ich. Oh. Fass uns so an, ey. Dankeschön, Plaschi. Aber Fasno ist. Ja, Fasno ist doch, wenn man. Ich weiß nicht, wenn man dann so drei Häuser durchgespielt hat, finde ich das immer nicht mehr. Dann erschrecke ich mich auch nicht mehr so doll. Hier, wir gucken mal. Hab noch was für dich. Aber den Schreitkat. Slashers können wir echt mal spielen. Oh. Kennst du Slashers? Du bist so gut zu mir. Wie gesagt, ihr wundert euch, warum ich das hier immer benutze. Ist sie gerade an dir abgeprallt? Ich rede nicht mehr mit dir. Warum? Das ist halt, du bist in so einem Jahrmarkt oder auf so einem Rummelplatz und da ist halt so ein Clown, der dich immer jagen will. Du musst verschiedene Sachen finden. Ich hab gerade wirklich gedacht, du redest von mir. um sich zu retten. Das ist auch recht gruselig. Was? Aber öfter einen anderen Geist, der sich auch anders verhält. Oh Gott, Mann, können wir mal weiter jetzt? Wir brauchen Essen, Leute. Können wir uns was jagen jetzt, bitte? Wo wollen wir denn hin? Also, was ist der Plan? Na, jetzt sind wir ja wieder hier unten. Wir könnten mal Richtung. Tissi gibt's ja noch nicht. Wir könnten Richtung Norden, Novaya und sowas. Mhm. Und also, allzu lange habe ich jetzt nicht mehr Zeit, aber ich konnte ja noch weiterlaufen. Nö, wir laufen so weit, wie du kommst. Genau. Unterwegs jagen wir uns einfach ein paar Tiere schnell. Mhm. Ich check noch hier die Autos. Oder irgendwas. Zugeschlossen? Doch nicht. Hat nur gehakt. Nee, das war, weil ich in dem Moment aufgemacht habe und du zugemacht hast. Warum gehst du die Autos ab, die ich hier gerade anfasse? Was ist los mit dir? Ihr habt die Tür nicht aufgekriegt. Hast du gedacht, du kontrollierst das lieber nochmal, falls ich dumm bin und Dinge nicht sehe, oder? Genau, das war meine Intention dahinter. Ich hab mir das schon gedacht. Er traut einem halt auch nichts zu, ne? Hier war sie dran. Aha, den Schraubenzieher hat sie übersehen. Den hab ich nicht übersehen, den hab ich extra liegen lassen. Mhm. Ich bin ja kein Müllsammler. Hier hat sie Essen übersehen. Da war ich doch gar nicht dran, weil du da dran gewesen bist. Was ist denn los mit dir? Hier liegt eine Leberpastete drin im roten Auto. Ja, da warst du schön dran. Aha. Ich wollte dir was übrig lassen, das war Absicht. Netter Mensch, langes Leben. So. Ja. Keine Arme, keine Gigs, oder wie? Genau, laufen wir nochmal hier übers Airfield, oder? Ich würde eigentlich durchlaufen, theoretisch gesehen, aber ich noch ein bisschen Meter machen. Okay, und ein bisschen weiter nach rechts. Upsala! Kann ich die Waffe denn jetzt nicht mehr wegstecken? Ah, warum habe ich die Weste mitgenommen? Wo ist mein Heftchenwerfer? Da ist er. Warum liegt hier Stroh? Was ist los mit dir? Wo kommen diese anzüglichen Bemerkungen jetzt wieder? Ich möchte das nicht. Lass mich bitte. Bin nicht so. Bin nicht so eine. Auf gar keinen Fall. Nächstes Mal fast nur mit mehr Zeit. Ja, Zeit ist ja immer relativ, muss man sagen. Ne? Also vormittags fast ist ja sowieso mal überhaupt. Tor, du sollst diskret sein, bitte. Vormittags ist. Also vormittags Horror und fast muss, das ist ja gar nichts. Sie ist kein Müllsammler, sie ist ein Altkleidersammler. Ja. Also so ein Klamottenmessi, aber so ein richtiger. Also vor allem Schuhe. Ich sehe Katrin ja mit diesem blauen Plüschtier im Spiel. Auf gar keinen Fall. Puppy's Playtime? Nee. Puppy's Playtime, ja. Nicht Puppy's Playtime, Poppy's Playtime. Poppy's Playtime, ja. Jedenfalls wie auch immer Playtime das sein. Hört sich falsch an. Ich will Poppy's das nicht spielen. Ich will das nicht spielen. Ich sehe da Katrin. Nee, also ich was ich gerne spielen würde, ist wirklich dieser das, was du da mal vorgeschlagen hattest. Das, was Gronkh da auch gespielt hat. Dieser Gerichtsmediziner. Aber das ist auch schon ziemlich unsinnig, glaube ich. Das ist aber Singleplayer auch, ne? Ja, das ist halt schade. Finde ich doof. Sowas zu zwei. Ja, das würde ich auch. Achtung, hier sind ganz viele Zombies links und rechts. Aber der war ja von der Steuerung her mega doof, ne? Der war wirklich doof. Das hat mich genervt. Ich dachte gerade an Monster AG. Nee, ich hab ziemlich viele Horrorspiele. Ich habe noch Paper Dolls, will ich halt auch mal anfangen. Das ist aber auch, glaube ich, ziemlich. Ja, das war das Glöckchen, das so kurz angebunden war. Ja, noch länger gespielt, aber. Und ich habe, glaube ich, für nächste Woche Freitag Left Alone. Das ist halt auch. Aber das ist ein bisschen mit Rätsel. Ich weiß nicht. Ich muss mir das mal überlegen, weil ich habe mir jetzt auch erst wieder ein neues Horrorspiel gekauft. Habe ich euch schon wieder verloren? Nee, ich bin hinter irgendwem. Und ich habe aber auch noch sehr uncertain. Da wollte ich den zweiten Teil ja auch noch spielen. Das ist aber kein Horror.
Magst du eine Blaze mit Zielfernrohr? Nee. Ich würde gerne erstmal wissen, wo ihr seid. Wir sind ja in so einem Hochstand. Ja, wir sind an Dirsend. Vom Feld aus, wenn du übers Feld. Ich höre doch wen. Oder? Ja, ich höre so. Ich sehe euch. Da. Wie gut sind 10 Schritte zu ordnen? Nein. Gib mal kurz was zu trinken, einfach bevor wir weiterlaufen. Nee, ich habe die Mo sehen. Nee, ich habe die Mo sehen. Ich habe keine Muni dafür, glaube ich. Achso, ne, Muni hätte ich dir gegeben. Hm. Nee. Spiele, Messi. Nee. Ja, ich kaufe die dann immer. Ich habe die auf meiner Wunschliste. Manchmal kriege ich welche geschenkt. Und manchmal gucke ich auch, ob die im Sale sind oder wie viel sie willst bei Instant Gaming kosten. Willst du die hier haben? Und dann schlage ich zu, damit ihr immer Content habt hier, ne? Oh, Pioneer. Was ist das für Muni? 556? Ja. Ich hatte noch ein Magazin dafür. Ja. Dann nehme ich kenne von der Steyr nur die auch. Ja. Ich habe nur jetzt gerade nicht mehr so. Ja, Magazin habe ich hier gegeben. Ich gehe mal kurz hier vorne am Wald ran. Ich guck mal, ob ich irgendwo 56, Tiere sehe. Das ist nicht das Problem. Ich muss nur gerade gucken, wo ich die Waffe unterbringe, weil ich nicht mehr so viel Platz nehme. Habe ich jetzt eigentlich was zu dir entfernt? Die ist, glaube ich, weg. Die ist halt auch Müll. Lass mich, Thor. Ja, manchmal schon. Aber keine, also jetzt keine 60 Euro. Hast du noch einen Schalldämpfer? Aber der wird da nicht drauf passen. Das ist schon aus dem Standard. Keine 60 Euro Spiele oder sowas. Mhm. Eher so Kleinigkeiten. Du brauchst einen Standard-Schalldämpfer dafür. Mhm. Oh, ich mag das so. Und ich habe den Xbox Pass, da habe ich natürlich auch immer Spiele drin. Ist das voll. Ist das ein Spiel oder ein Zombie oder ein Zombie? Ist das voll, habe ich auch aus dem Pass gespielt. Guck mal hier, willst du das ACOG-Visier für deine M4 haben? Ja. Hier ist auch noch so ein P1. Das ist geil. Ja. Warte mal, das braucht eine Batterie, ne? Nee, ACOG braucht keins. Kann ich das... Ja, geil. Ich würde ja mal schießen, aber ich lasse es... Ja, nee, schieß. Wir sind eigentlich relativ weit weg vom Ballot. Also ich habe nicht, ich habe immer nur die Spiele installiert, die ich auch wirklich aktuell spiele. Aber ich habe auch noch eine externe Festplatte und alles. Eigentlich habe ich genug Speicher. Wir müssen irgendwie wieder ein Tier besorgen oder so. Ein was? Ich habe doch ein Tier. Ach so, ja. Petro? Nö, ich denke mir so und sonst so, weil ich habe mich vor 2 Minuten gesagt, ich gucke mal, ob ich hier Tiere sehe. Ja, ich weiß nicht, ich habe das gehört. Ich habe das nicht gehört, Entschuldigung. Verantworten. Ich habe die schon gehört. Ja, hier ist eine Straße. Wir nehmen wie so Rüpel, ne? Antworten wird dann überbewertet. Da ist Tscherner, ne? Ja. Also, wo machen wir jetzt? Machen wir jetzt hier einfach hier hoch, oder wie? Ja, wir gehen so die Strommessen entlang. Mhm. Da kommt Mästen? Okay. Mästen oder Masten? Wen willst du messen? Die Masten messen. Die Masten messen? Manche fahren auch gegen Masten dran. Dran. Gegen gemästete Masten? Ja. Die fahren die halt um. Ja. Ist man dann ein Mastenmesser? Ja, guck mal, da laufen die Militärzombies wieder rum. Hey, es wird gemästet. Wup, wup. Wup, wup, yay. Das gibt es doch auch nicht mehr in einer neuen Version, oder? Das hier, das Elektro-Dings? Nee. Okay, ich habe Freunde, da ist einer. Eins Freund. Ich laufe nur außen rum. Jetzt bin ich hinter den Stromdingern. Hinter der Mauer. Also bist du reingegangen? Nein, 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 ich bin außen rum gelaufen. Bist du das hier oder ist Katrin? Nee. Da. Genau. Die sind nur, die sind rechts rumgelaufen, nicht links rum. Oh, ja, hör auf, Thor. So, ich schmeiß jetzt die Schuhe weg und die Handschuhe auch. Und das, wollt ihr so ein Tier gehört? Ich gerade nicht. Ich hab auch nichts gehört. Das war ein quakendes Retro. Das war die gemeine Schnatterente. Hat dir das nicht gefallen? Nicht schießen. Nicht schießen, hast du gesagt? Ja. Nicht schießen, hast du gerade gesagt, ne? Ich bin nicht du. Ich hab ein bisschen Angst, dass du erschießt. Guck mal, wie sie richtig Angst hat, dass sie wieder erschießt. Ja, ist so. BB, Matti. BB.
so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Eigentlich ist passiert heute. Ich bin, also da bin ich wirklich traurig, muss ich dir sagen. Aber ich nehme deine Entschuldigung an. Also es ist ein... Moment, ich habe mich nicht entschuldigt. Hi, Vince, du hast dich entschuldigt. So, ja, lassen wir es dabei. Ich habe mich entschuldigt. Ich komme hier nicht mehr raus. Können wir auf mich warten? Guck mal. Wir könnten auf dich warten, ja. Hast es geschafft. Ja. Alles wird gut. Sobald ihr ein Tier hört, gehen wir hier auf Angriff. Kommando Faust. Kommando Faust. Oh Gott. Kommando kann, Kommando sitzt, Kommando rutsch. Kennt das noch einer? Ja. Warum ist das hier? Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Endlich bleibt er selber wie der Sonnenschein. Heute ist ein Geburtstag. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Hesi, busy. Schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Wupp, wupp. Hey, hast du Kuchen mitgebracht? Was gut wäre auch gewesen, wir gratulieren dir, yo. Ja. Ich oh, ich hab das gehört. Bär. Das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Oh Gott. Nein, das ist ein Bär. Das sieht also sehr bärig an. Dieses Geräusch kam zweimal übereinander. Das ist ein Hirsch, aber das hinter, links hinter uns irgendwo ist ein Bär. Nee, das Geräusch ich hab auch was gehört. Bärig. Ich hab... Oh, oder vor uns. Nee, das ist aber kein Bär. Das hat sich nur Hirsch angehört. Ja. Ich meine aber auch einen Bär gehört zu haben. Das, den Hirsch habe ich gehört, aber ich habe auch den Bären gehört. Was sagt ihr, Leute? Ich bin überhaupt nicht mute. Ich bin doch nicht mute, oder? Nein. Nee, bist du nicht. Achso, wegen unserem Gesang. Okay, vielleicht sehen wir von Betty ist halt, wo war Matti? Wann? Betty. Oh, Wildschweine! Oh, tschüss! Eins, zwei. Das eine Schwein hier ist tot. Nein, da ist ein, da läuft nur eins. Ja, das ist nach rechts weggelaufen. Ich kann nicht anvisieren. Oh, ich hab mein Spiel stürzt schon wieder ab. Warum kann ich nicht ab? Habt ihr das? Nein, ich hab's einmal angeschossen. Ja, ich muss mich um die Zombies kümmern hier. Ab. Oh, hier sind... Ihr kriegt das hin, hab ich gehört? Ja. Ich kann das Schwein einmal schlachten. Ja, kümmert. Ich schlachte das andere schon mal. Hier sind zwei... Also du, ich hatte schon, du liegst in dem Schwein drin. Ich hab keine Muni gerade, ich muss gerade nachladen. Oh Gott, ich kann auch nicht anvisieren. Was ist los bei mir? Weil das ich kann nichts machen, oh Gott. Ja, bei dir auch. Gott, es laggt. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn mehrere Leute hier schießen. Wenn das sind, oh Gott, ich weiß nicht, ein stöte gleich sonst schon wieder jemanden. Wo ist das andere Schwein? Hochgelaufen. Ich hab's zweimal angeschossen, aber es läuft weiter. Oh Gott. Was? Au! War halt auch nicht wirklich viel Fleisch. Es waren, glaube ich, drei oder vier Stücke. Ich guck mal, ob ich das Schwein noch finde. Ja, ich folge dir. Retro, wir sind hier hinten. Warte. Ich kann nicht das schießen. Das leckt halt sehr stark. Das liegt tot. Okay. Oh, das war gerade richtig krass. Bei Retro kommen Militärzombies an. Wo kommen die denn? Ich weiß nicht, vielleicht gab es immer was. Lex ist tot, das ist... Halt, Moment! Es ist ein Elch. Oder ein Hirsch. Oder eine Rehkuh. Ja, aber das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, es sind immer zwei Tiere. Das sind immer so gemischte Geräusche. Ich höre auch immer das. Ich höre immer ganz klar irgendwo einen Bär an. Ich gehe jetzt erstmal zu Katrin, Retro. Ich hab das, bin fertig, hab das Schwein. War links von uns, also links von mir. Ach Mensch, ich blute! Oh. Und diesmal hat keiner was gesagt. Vielleicht mal irgendwo ein Feuer dann machen. Und mein Apfel ist auch schon. Warum bin ich denn jetzt nass? Auch weil es regnet. Junge. Das hat wieder einen Moment gedauert. Wo seid ihr? Seid ihr noch hier in dem Wald? Ja. Ach, Wicke. Ja. Ich brauche echt mal so ein Befehl, glaube ich. Kann was jemand meinem Admin-Channel schreiben, bitte aus, wo ist dein Cut, dass ich das mal mache, weil das würde ich ganz gut finden.
Okay, das ist die Gedärme. Wow, Gewitter? Ja. Okay, jetzt bin ich wieder... Oh, da vorne auf der Wiese steht ein Hirsch und... Nee, was ist das? Ein Reh und ein Rehbock. Heißt das Rehbock? Ja. Ja. Wollt ihr die schießen? Ja, na, aber was ist das denn für eine Frage? Ich muss ein bisschen näher ran. Ich würde gerne den Rehbock versuchen. Da ist das dein Ernst! Können wir uns absprechen? Ja, ich schieße! Der Hirsch hat einen Hit. Ist so! Oh, Junge! Sauer! Hast du den gesehen? Oh, bin ein bisschen stolz. Wo ist die Hirschkuh hin? Nach links, aber wird über alle Berge sein. So. Ich will ein bisschen näher. Puff, 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 puff. Ich sehe die große Schießerei schon los. Du warst abgelenkt? Ah, okay. Geht aber nicht. Oha. Was ist gut? Oh. Oh, das ist viel Fleisch. Also falls jemand von euch noch vorbei. Ich habe alles. Okay. Alles. Ich nähe erstmal kurz meine Jacke. Wir sollten halt. Ich muss trinken. Ich muss trinken und ich muss essen. Was zu trinken habe ich, wenn du was ja, brauchst. Ich habe noch 2 Töpfe Wasser. Aber vielleicht sollten wir uns jetzt irgendwie mal... Da hinten ist ein Hexenhaus. Ist das ein Hexenhaus da hinten? Ja. Auf jeden Fall ist da ein Haus. Vielleicht könnten wir da hin und mal ein Feuer machen. Ja. In der Zeit esse ich noch nebenbei ein paar Salzstangen. Ja. Müssen irgendwie unterwegs dann jetzt mal ein bisschen... Ups. Ja. Ein bisschen Dingsiedong sie einsammeln. Holz. Ich mag den Regen irgendwie, den Sound gerade davon. Mhm. Holzstamm. Ich habe keinen Beil, oder? Doch, Beil habe ich. Fleischerbeil. Ich habe auch einen Beil. Fleischerbeil. Musst du das nochmal reparieren? Ich habe gerade ein paar kleine Stöcker gemacht schon. Mhm. Hat einer von euch ein Feuerzeug oder so? Ja. Nee. Ich hab... Okay, wir müssen uns trotzdem beeilen, weil ich will nicht krank werden. Ich bin schon weg. Danke, Thor. Wir müssen irgendwie noch Feuerholz machen. Da vorne sind ja noch Bäume und Sträucher und so ein Kram. Ja, wenn ich mache, macht man das alles mit kleinen Stöcken und gut ist, also... Hm. Ja, kleine Stöcke habe ich jetzt, glaube ich, 6 Stück oder so. Ja, ich hab 5. Das wird ja reichen. Ja. Kein Platz mehr, das Ganze mitzunehmen, sehe ich gerade. Ich bin im Haus schon drinne. Komm auch. Habt ihr Rinde oder so? Nee, Rinde kann ich aber mit reinnehmen. Ich hab Papier. Okay. Ich leg die Stöcke mal hier hin. Willst du es ordentlich? Ja, anders kann ich mich nicht hinsetzen. Das ist ordentlich. Das wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass meine Schultern möglichst nach hinten sind. Das wäre gut. Eine halbe Stunde noch, dann mache ich Schluss. Können wir das Fleisch noch braten? Ja, können wir danach ruhig machen. Ja. Ich neige dazu, mich so durchhängen zu lassen. Das ist nicht gut. Ich habe auch noch ein Messer übrig hier für jemanden. Ne, warte mal, so eins. Das kleine Messer habe ich auch noch. Das auch kleine. Mit meinen Stiefeln. Was bringt? Du hattest doch Papier? Kannst du... Ja. Ich
Böcke sind genug drin. Oh, ich habe selber ein Feuerzeug, sehe ich gerade. Ach so, ja, entschuldige. Stimmt ja, ich sollte ja eigentlich anzünden. Wie es brutzelt. Ach, das hört sich so Tor, gut danke, an. Dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hey, ist Alex, du hast jetzt ein Käsemesser. Ein Käsemesser? Wollt ihr eure Sachen, wollt ihr eure Klamotten nicht trocknen? Ich bring gerade erstmal schnell ausgewrungen? Ja. Doch, ich leg die mal dahin. Meine Hose. Meine Jacke. Handschuhe. Meine Jacke kann ich nicht ausziehen. Schuis. Die ist ja ruiniert, die kriege ich nie wieder angezogen. Oh ja, das du. Hä, aber hast du da keine Jacke gefunden? Nein. Oh, das ist ärgerlich. Da musst du dich. Da lagen aber doch so viele. Achso, die sind eben kaputt gegangen, oder was? Nee, nee, schon die ganze Zeit. Ah nee, stimmt, die Jacken waren da nicht viele Hosen. Ja, Hosen waren da wirklich viele. Ja, ja. Oh Gott, was ist mein Zeug gewesen? Deswegen habe ich meins noch nicht hingelegt. Hat einer von euch schon wieder Fleisch draufgepackt? Nee, ne? Nee. Doch, da liegt ist das. Nee, das ist ja, nicht meine Hose. Da fehlen noch zwei Stück. Ach, das ist jetzt, weil wir uns hier so doof bewegen und die Klamotten hier liegen. Kriege ich das Fleisch nicht auf den. Ja, warte, ich verschwinde gleich. Feuer. Nee, warte mal, die. Welche Jacke? Die. Ich sehe das Sekunde. Nicht. Ja, alles gut. Ich muss mal gucken, dass ich das Feuer irgendwie sehe halt. Oh. Ach. Hab ich mein ganzes Zeug, ja, ne? Ja. Ich glaub ja. Was ist das Feuer denn jetzt? Mann! Sieh doch kurz deine Klamotten an, die müssen doch eh trocken sein langsam. Das geht eigentlich schnell, ja. Wenn du dann noch ein bisschen dran stehst, werden die ja auch, der Rest wird von alleine trocken. Und wer hat denn mit... Warte, ich hab meine Hose angezogen. Ne, ich hab extra geguckt, welches meine. Ich kümmere mich mal gerade ganz kurz hier wieder rein, bapp. Ja, ist mein Zeug. Weil dein Messer im Stiefel steckt, ach so, oh Gott. Oh, ich bin ein bisschen warm. Wow, Junge. Ernsthaft? Hm? Ich kann das Feuer gerade nicht sehen. Ah, jetzt geht's. Ich stehe hier hinten und kann das Feuer sehen. Frau Kesselin. Lass mich! Ich beobachte jetzt das Fleisch. Oh, das ist also brutzelt. Fleisch ist fertig, Katrin. Ja, ich esse gerade. Vielleicht kann mal kurz jemand, einer von euch. Ja. Danke. Mal, ich brauche gar nichts machen, weil ihr ja immer schon so schnell seid. Hat mir gerade wer das Fleisch, was ich aufheben wollte, geklaut? Das ist möglich. Man muss gucken, wo man bleibt, Hayes. In der Zeit, in der Retro sich da 6 Liter Wasser einflößt, haben wir das ganze Fleisch weggefressen. Ja. Hab mir eins gerettet. Ich hab mir eins gerettet. Macht euch mal keine Sorgen. Ich weiß schon, wie ich durchkomme. Oh, jetzt, oh, das Fleisch trocknet jetzt auch langsam. Das ist nicht so richtig gut. Das war eigentlich nicht. Ja. Obwohl, das hält dann länger. Es ist halt sehr heiß. Ich kann halt nicht mehr hinterher. Das ist gut, ne? Halt so richtig brennend, brennend heiß, ne? Danke. Was? Oh, hey, du bist so ein Weirdo. Was hat er gemacht? Ich hab brennend heiß gesagt und er sagt danke. Ach, nee. Was ist mit ihm? Das ist so ein richtiger Troll, oder? Ja, klar. Naja, er ist halt Komik. 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 Oh, verarschst du mich gerade schon wieder? Genauso wie gestern mit dieser blöden Taste auf der Taste. Da, so, pass auf, Leute, das. Können wir. Hayes, kannst du das erzählen? Was ist denn die?
gesagt habe. Tabulator-Tasse. Und wir so. Wenn Matti jetzt noch da ist, kann er noch mal einen kleinen Zusatz bringen. Ich hab nämlich eventuell noch mal so ein Ding gerissen. Oh, das war so unangenehm. Tabulator. Ja. Ist, was ist denn die... Hä, was ist die Tabulator-Taste? Seid doof. Das war um 20.01 Uhr am 9.08.2022. Ja, die Tab-Taste, genau, Melle. Eventuell habe ich das erst gestern Abend verstanden, dass das die Tab-Taste ist. Es war wirklich gut. Herzerwärmend war das. Hab sehr gelacht. Herzerwärmend. Lass mich. Ist ja doof. Drei Stunden später kommt dann so... Ich bin... Oh Gott. Kümmert sich wie anders ums Fleisch? Mir ist gerade sehr warm. Ach so, die... Jetzt wirklich, wir haben doch gesagt, dass es ja, die Tab-Taste ist. Nicht, es nein, hat nicht gezündet dann. Ich hab das dann. Nicht verstanden. Ich hab dann echt gedacht, boah, jetzt hast du gerade voll die Erleuchtung. Tab heißt Tabula. Ich sag das jetzt nicht wieder. Ich sprich mir das denn anders aus. Sag das doch. Tabulatorentaste? Tabulatorentaste. Tschüss! Hallo Banani. Ihr seid doof. Und du bist lustig. In das Marmolade, das nehme ich mit. Hier liegt übrigens. Hey, willst du einen Wollmantel haben? Sei nicht wählerisch, Hayes. Ja, das mit der Tasse, die Tabulator-Taste. Drück mal Tabulator. Ja, Matti. Ja, irgendwann so Ding-Dong im Kopf. Oder so klirrt, da ist der Groschen gefallen. Ihr seid doof. Ding-Dong. Wurde in der Hölle dafür. Ding-Dong. Ich find's gut. Ich fand's sehr lustig. Ihr seid kacke. Was genau ist jetzt schon wieder so lustig? Weiß ich auch gerade nicht. Ding Dong. Der war jetzt wirklich nicht so gut. Nee. Doch, das war witzig. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Sie hat ja so getan, als würde sie, als hätte sie es dann verstanden. Das heißt, sie hat eigentlich nur so gelacht, so, ach ja, und so, und dann so, hä, verstehe ich nicht. Nein, ich hab, ihr müsst das auch ganz anders erklären. Ich hab, wollte erklären, was die Taste, Moment, nee, wie sind wir überhaupt auf das Wort gekommen? Du hast es gesagt, Tabulator. Also, irgendwo stand in dem, in irgendeiner Spielbeschreibung, war das von diesem Surgeon Simulator ja. Oder so? Und das ist ja schon ein bisschen her, wo wir das gespielt haben. Stand diese Taste. Ja. Und dann habe ich gefragt, was das für eine Taste ist. Ihr seid doof. Und dann habt ihr dann gesagt, das ist die Taste über... über Tab? Was? Über Caps. Genau. Und dann habe ich gesagt, ach so. So heißt es. Ja, ach so. Aber eben nicht ach so. Und gestern dann so, ach so. Nee, das war am gleichen Tag noch, aber später. Ich hab euch alle sehr lieb. Nee, Walking, jetzt setz jetzt kein Floh ins. Setz jetzt bitte kein Floh ins Ohr. Du weißt, wie sie ist. Sie ist sehr granatenlabil. Ja! Ja, The Walking Dead. Ja. Danke. Endlich jemand, der mich versteht. Ach Gott, Mensch. Ach ja. Walking Dead 1 verstehe. The Walking Dead, also Retro hat da so einen Discord. Und ich hab da einen eigenen Channel. Nein, Walking Dead kriegt's ja irgendwie nicht hin mit Discord, glaube ich. Nicht Discord. Ich wollte eigentlich vom Teamspeak reden. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Also, ja. Ich hab schon Teamspeak. Hast du recht, Melle. Das ist jetzt nur für die Leute, die sich verstehen, verstehst du? Und die nicht übereinander lachen. Weil der Rest von dieser... Darf ich da jetzt nicht mehr rein, oder was? In meinen eigenen Discord? Teamspeak? Nee, in meinen Raum nicht mehr. Solange du frech zu mir bist und mich immer auslachst vor anderen Leuten. Nicht mehr in Nutnot, ja, oder was? Du mich sonst immer auslachst, aber doch nicht, wenn andere dabei sind. Muss ich jetzt den Rest... Was ist mit dem Fleisch? Ihr habt ihr genug in der Tasche? Ja. Du? Also, können wir mal kurz über das... Wenn man austeilt, muss man auch euch einchecken können reden. Ist du was? Also ich glaube, dass wir heute mehr als Quid sind. Können wir darüber reden? Ich wusste nicht, dass unser Leben sich um Quid sein dreht. Du hast auf meinem Grabstein getanzt. Das war schon wirklich ein bisschen, das war anders. Aber nur, weil ich an unsere schöne Zeit gedacht habe. Ja, nein. Und du warst high. Mehr als einmal heute. Ich wäre gerne high, wenn ich ehrlich bin. Hi!
Im wäre gern. Lief das Lied, aber alles hat nee. Ein Ende, nur die Boss hat zwei. Nee, komm, oh Gott. Ey, genau du genau. bist der Bockerbeauftragte hier. Also red du nicht von Würsten. Kann ich ihn mit dem Stock verprügeln dafür, dass du schon wieder so bist? Sag mal. Hab ich. Sag mal. Waffe runter! Ich kann jetzt so noch froh sein, dass wir wieder. Komm, das mit dem Gewehr ist eine ganz schlechte Idee, Leute. Oh Gott, gleich stirbt gleich eine. Achtung. In 3, 2, 1, tot. Du weißt, dass das meistens böse endet. Geschossen hast du nicht, mein Schuss ruiniert. Ach komm schon, ich hab doch ja, noch nicht. Danke schön für 5 Euro. Danke. Ich werde etwas Schönes für den Stream oder für den Discord kaufen. Dankeschön. Ich wollte dich nur diffamieren. Der Bocker hat 2 Enden, nur die Bocker. Ne, jede Bocker hat ein Ende, nur die Bocker haben 2. Was? Was? Katrin! Katrin! Ich hab eine Schiene. Lass mal, dank Armin habe ich eine Schiene und ich möchte bitte, dass du mich alleine lässt. Moment, können wir kurz darüber reden? Du gehst aus dem Haus. Du gehst jetzt hier aus dem Haus. Können wir kurz darüber reden? Ja, ich bin ganz Ohr. Lass mal, ich werde die Kürze, pass auf. Moment, ich muss mich sammeln. Erzähl mal. Also, sie ist ausgerutscht und hingefallen. Na? Und? Kommt jetzt noch was, oder? Ja, also ich möchte nur kurz anmerken, dass die Schiene nur da ist, weil ich gesagt habe, dass er die mitnehmen soll. Reden wir jetzt über die Schiene, ja? Also ja. Nicht über, dass du auf mich mal wieder geschossen hast heute, sondern wir reden jetzt über die Schiene, ja? Dass ich jetzt dankbar sein kann, dass ich diese Schiene überhaupt dabei habe, um mir diesen Bruch zu behandeln, den du mir zugefügt hast, ja? Das, ja? Das habe ich, nur dass ich das richtig verstehe, ja? Ja. Retro, guck mal hier, du bist über den Stuhl gestolpert, deswegen liegt der hier auf dem Boden. Ja, der Stuhl war's. Ja. Alles klar. Nicht etwa meine aggressive Freundin oder so. Nein. Ich bin nicht aggressiv, ich bin überfordert. Dieser Tag hat mich wirklich fertig gemacht. Ja, das habe ich heute zu schnell zu führen. Mich hat er überhaupt nicht mitgenommen. Es war total easy alles. Lest das, was Axora gesagt hat. Ja, guck dir diesen alten Fußboden an. Ja. Guck. Siehst du? Und dann hat sich ein Schuss gelöst, oder was? Ja, genau, so ist das nämlich. Moment. Guck. Ausreden. Ich hab selber Alkohol, lass mich in Ruhe. Ja. Siehst du die Flasche, Kräutertintur? Da bist du drüber gefallen, oder was? Ja. Ich hatte zufällig die... Du hast, ja. Wenn du hast, und das könnte ich sein, dass du vorhin einen Schluck genommen hast davon. Ja. Gut. Vielleicht. Okay. Anders ist das auch nicht mehr zu ertragen. Er ist ein bisschen fett. Walking Dead, du sagst am besten mal gar nichts mehr. Und Axora auch nicht. Das war so gut. Ich Melle, nein, das war nicht der nervöse Finger. Sie hat nicht kurz die Selbstbeherrschung verloren. Nee. Es war alles, aber nicht das. Nein, Moment, das war wirklich ein nervöser Finger, glaube ich. Hat Melle schon vollkommen recht. Melle, du bist auch in meiner Gang. Ich muss auf jeden Fall mal so etwas erstellen, so wie was in der Rubrik die besten, Katrins besten Ausreden. Können wir das muss ich machen, sowas brauche ich. Ich darf bald hier wirklich nur noch einen Stock haben, glaube ich. Nee, auch das lieber nicht. Sie glaubt es. Du hast ja damit auch gleich wieder auf mich eingeprügelt mit dem Stock. Ja, weil du wieder so gemein zu mir gewesen bist. Hose ruiniert. Meine Hose ist ruiniert. Mal ja. Übrigens, will ich auch mal sagen, auch eines meiner Magazine ist ruiniert. Ich pack das besser in den Rucksack. Ja. Sag mal, mit dieser PXO... Mit dieser Granate, mache ich da etwas toxisch oder ist das Gegengift? Was steht denn da in der Beschreibung? Moment, das muss ich mal kurz lesen. Das passiert jetzt gerade, oder? Also, eine besondere 40mm Granate mit einem gläsernen Sprengkopf. Sprengkopf ist schon mal da, sehe ich mich. Anstelle des normalen Sprengsatzes. Dieser zerbricht beim Einschlag und setzt den chemischen Wirkstoff im Inneren frei. Auf dem Etikett steht POX. Ah ja, Moment, das. Also können wir das ausprobieren? Ja. Sie ist doch krank im Kopf, oder? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass dich sowas nicht interessiert. Hast du geguckt? Also pass auf. 3, 2, 1. Warte. Pass mal auf.
Wo ist es? Da hinten. Oh, du kannst damit eine Toxikzone machen? Das ahnst du doch nicht. Oh, wow. Retro, du humpelst da ein bisschen. Was ist los, Mäuschen? Du siehst mir gerade so frisch aus. Wer hat gerade Mäuschen gesagt? Hey! Wer ist jetzt Katrin? Ich bin auf dem Dach vom Schuppen. Alles, was wollen, wir das, wollen wir das sie wirklich ausspielen? Hast du Mäuschen gesagt? Gar keinen Fall. Würde ich mich nie wagen. Hab mich also verhört. Hm? Gut. Oh. Ich? Ich bin da hinten bei ja. Wald. Das tut, das tut mir leid. Das schwache Oh. Das tut mir leid, dass ich so ein Psychopath bin. Du hast immer noch deine Waffe in der Hand. Können wir drüber reden? Können wir drüber reden, oder? Ich glaube, pfeift mein Schwein gerade? Ja, ne? Das ist doch alles nicht wahr hier, oder? Ich steck die Waffe weg und du steckst sie weg, ne? Ich hab die schon weggesteckt. Ich bin ja nicht so ein Ausraster wie du. Raste dich aus. Guck mal die Waffe. Au! Haben wir Notizen gemacht zu diesem Stream? Kann einer aus dem Gedächtnis schon mal ein paar Notizen machen? Ich muss daher in mein Tagebuch was reinschreiben. Ganz dringend. Warte, ich muss das kurz notieren. Ich kann jetzt nicht. Ricky, hallo! Hey. Ricky, ich werde hier gemobbt. Also ich finde eindeutig, dass man mich in deinem Stream besser behandelt. Ich bin doch wirklich in einer verkehrten Welt, oder? Man schätzt das viel mehr. Also pass auf, ich notiere das jetzt mal mit euch. Pass auf, lilaner Stift. Lilaner hat jetzt... Also pass auf, erstens. Oh Gott, es geht los. Tod durch Katrin. Pfeil erschossen. Ich habe eine Toxikzone gemacht. Ich bin schon ein bisschen... Zweitens, fast tot durch Katrin. Du machst da einfach... Und das Ding ist, Schuss. Ist so gut, dass wir das so jetzt geprüft haben, weil ich wollte eigentlich schon mal damit auf sie schießen. Und dann... Ja, weil ich gedacht habe... Ich dachte, das wäre Gegengift. Drittens, dumme Ausreden. Gut, dass wir drüber geredet haben. Viertens, permanent ignoriert worden. Danke, The Walking Dead. Es ist so schön, jemanden zu wissen, der zu einem Fünftens, hält. Schleimige ja, Zuschauer. Sechstens. Retro hat zu viele Rumkugeln gegessen. Retro hat nein, leider keine Rumkugeln. Aber Schnaps. Ich hab ein Aggressionsproblem auf jeden. Erst mal ein bisschen Fett. Möchtest du Fett? Nein, yo. Hey, warum tanzt du mir auf dem Rücken rum? Versuch eigentlich auf den Kopf zu spielen. Geh weg von mir. Geh einfach weg von mir. Wollte ich mal drücken. Oh Gott, du zerquetscht mich wahrscheinlich dabei auch noch. Geh weg. Können wir kurz drücken? Hast du eine Waffe in der Hand oder irgendwas? Nein, gar nichts. Hast du irgendwie ein Gift? Nein, ich hab gar nichts. Soll ich mich... Warte mal. Wir machen das jetzt folgendermaßen. So, warte. Moment. Das dauert... Ach, das kann ich so nicht. Warte. Wir machen das jetzt folgendermaßen. So gefällt es mir am besten. So, und die Waffe ich. Noch weg, so, ja. So kannst du mitkommen. Alles gut. Die Bodendiele war schon Axora. Katrin, nee, du klaust mein Zeug. Sie hat mich... Leute, was Petro, ist los? Kannst was? Du aufhören zu meckern und mehr drücken? Weniger Maul. Wie geht das? F5. Warum geht der jetzt dazu? Warum? Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle meines Körpers ist total jede glücklich. La la. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Als mit euch. Claudia, du bist der einzige Stern im Leben, der mir Lieben tut. Und Jacqueline auch. Wo ist mein Gürtel? So, weiter geht's. Aber wir müssen humpeln. Ach, den habe ich in der Hand. Der ist ruiniert. Der hat meinen Gürtel kaputt gemacht. Und warum? Meine Hose. Ich kann meine Hose nicht ausziehen. Daran möchte ich mich erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Ich wollte gerade sagen, ich muss auch jetzt dann vielleicht mal so... Dann humpeln wir jetzt ins Haus, oder was? Genau. Humpel, mein Kumpel. Mein Bein. Die Toxikzone ist immer das liegt noch hier. Hast du einen Pilz gefunden? Alles meine Birne. Eine Birne. Ja, da war eine Birne, die habe ich mir genommen. Beide gleichzeitig zu dem Baum. Wo hast du die Birne her? Warum die Kinder? Ist das ein Birnenbaum? Warum waren hier Birnen? Ja, hier hängen Birnen dran. Nee, das war nur ein Gibt es hier den Birnenback?
Birnenback? Nein. Ja. Katrin ist so ein Otto, die kennt echt den Apfelback nicht. Ja. Du siehst, Weiße, Leute. Ich bin halt nicht so ein Opfer wie ihr und spiele schon seit 16 Jahren der See. Es gibt Leute, die sind noch sehr jung und agil und haben in ihrem Leben noch was anderes getan. Läufst du lieber weg, ja? Ja, bin dabei. Das ist gut. Da heißt, ohne Arme keine Kekse, ne? Können wir nicht zum Abschluss dich noch rein, dich nicht aber. Das ist halt nicht. Hey, lass das bitte sein. Ja, Rico, das bitte zum Abschluss nochmal kurz. Wer, du brichst mir das Bein, da bin ich ein bisschen traurig. Weil sie keine Schiene hat. Weißt du, dass das Schöne daran ist? Dies. Die scheißt da ja sonst auch einfach drauf. Ich kann es nicht anders ausdrücken, tut mir leid. Genau. Aber sie jammert jetzt rum, dass sie bitte nicht möchte, dass ihre schönen Beinchen gebrochen werden. Ich habe eine Schiene am Bein. Ist euch das aufgefallen? Guck mal. Generell sieht aus wie ein Landstreicher. Also wir machen das jetzt folgendermaßen. Wenn ihr mir eine Schiene macht, dann kannst du mir das Bein brechen. Nein, ich bin ja nicht so wie du, ey. Ja, genau das möchte ich nämlich vermeiden, dass du jetzt den Rest des Tages wieder nur rumjammerst. Warum machst du das? Hab gedacht, wir wären Freunde. Sei doch nicht so, immer tust du mir weh. Kommt jetzt den ganzen Tag. Hört mich auf. Wie sie jetzt abhatet. Das ist kein Hate, das ist die Wahrheit. Im Deckmantel der Wahrheit. Den Deckmantel, der wo hast du das? Ich glaube das alles nicht, oder? Ist jemand von euch Therapeut zufällig? Ist jemand von euch Therapeut im Psychiatrie? Ja, ich brauche einen Psychiater. Die Toxizone ist weg. Ich möchte bitte reden. Kann ich mich bitte mit jemandem drüber unterhalten? Warum sind meine Sachen schon wieder nass? Hat es schon wieder geregnet? Hi, Dace. Hast du geschwitzt? Kannst du das sein lassen? Weiß ganz genau, was du vorhast, du Stinkwies. Geh weg. Ja, hör mal, wenn du in diesen Schuhen, also wir sind ja immer noch postapokalyptisch, so, wenn du in diesen Schuhen, ich truste darauf, umlaufst und die haben ja noch nicht mal Socken an, das ist ja das Ekelhafte. Weißt du, wie deine Füße riechen? Kannst du dir das vorstellen? Ich verstehe nicht, warum gibt es hier keine Socken? Hör auf, mich zu. Mann! Lass das sein! Was mit den Kids los? Ich schieß dir ins Bein. Dace, ich habe schon lange aufgehört zu verstehen, was hier heute passiert. Kannst du damit aufhören, Piu-Piu? Oh Gott, könnt ihr bitte die Waffen aus der Hand legen? Hast du das aufgehört? Ich habe auch Theropoint vertraut. Was? Der gemeine Therodactylus. Was habt ihr? Was ist los? Was hat Matti gemacht? Das eben Theropoint gesagt. Kann Matti einfach wieder dahin gehen, wo er sowieso die ganze Zeit war? Oh, Theropoint. Thermopoint. Das ist der isolierte Therapeut. Du sagst jetzt doch genau ein Wort. Drück wirklich mal ab. Sie hat das verdient diesmal. Drück ab. Keine Arme, keine Kekse. Guck, jetzt macht sich lustig über dich. Einen gebe ich dir noch. Nein, ich gehe jetzt einfach weg. Ich gehe jetzt einfach die Straße entlang, gehe einfach irgendwo hin. Können wir uns nicht hier im Haus ausloggen? Kannst du ja machen, tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Ich. Guten Abend. Weiß ich. Folge ihrer. Weißt du jetzt wieder nicht, zu wem du halten sollst? Doch. Weißt du jetzt nicht, zu wem du halten sollst? Du hast kurz gezögert. Nein, ich wollte eigentlich. Und du hast mir nicht beigestanden, nur weil ich mich versprochen habe, müsste ich diese Ottos darüber lustig machen. Wie? Ich habe hab das nicht mal gehört. Ihr habt euch darüber lustig gemacht, wie ich dieses Tabulab-Dings ausspreche. Oh, ja. Ich weiß nicht, warum. Ich habe nichts darüber, dass jemand sich über etwas lustig macht. Du machst dich ständig über meine Aussprache lustig. Das war halt hier was Süßes. Das kenn ich irgendwo her. Ja, du bist auch ein komischer. Ja, du sagst ja auch 11. Du bist ein richtiger Junge. Ich hasse euch. Nein, das tust du ja nicht. Mein Gott, ey. Ich glaube, ich hatte ein bisschen zu viel Kaffee heute. Oh, den einen Tag ist zu wenig, den anderen zu viel. Ja, ist so. Ich muss das Mittelmaß finden. Ja, ist so. So, wir machen Schluss für heute. Ich bin fix und fertig, kann ich euch sagen. Ich bin fix und fertig. Diesen einen Server spielen wir nicht mehr, oder? Nö. Bin ich nicht. Also diesen Valning-Server, aber wir hatten noch einen Winter-Valning-Server, glaube ich, ne? Whatever. Wie geht's und du wolltest morgen wieder mit mir spielen, habe ich. Ich weiß, ich muss, ja, ich muss eventuell erstmal gucken, was ich noch machen will. Ja. Wir gehen zu Stani. Ihr könnt euch jetzt da auslassen. Und ich sag danke fürs Zugucken. Hör ich Katrin Schimme? Ja, Katrin, frag nicht. Ricky hat mir eben gar nicht zugehört. Ricky, ich finde, ich werde... Wir gehen jetzt. Ich wünsche euch noch einen tollen Nachmittag. Danke, dass ihr da wart. Und bis dann.